Lange hieß es, die Geschichte würde nicht weitergehen. Die Geschichte ist auserzählt. Bis heute. Die Geschichte geht weiter. Tabor Teil 2. Akanes Erwachen. Rodwig, du findest dich auf einem Schiff, du hast deine große Überfahrt angetreten. Das erste Mal, dass du überhaupt so eine lange Schifffahrt vor dir hast. Seit einiger Zeit bist du schon auf diesem Schiff unterwegs, doch dir wurde gesagt, heute ist der große Tag, heute würdet ihr Land erreichen. Und du fährst auf eine Küste zu, siehst eine steile Klippe vor dir, an die die Wellen schlagen, weiße Gischt erzeugen. Und du siehst erstmal keinen Hafen, keinen Steg. Kannst dir nicht erklären, warum jetzt hier auf diese Klippe zugesteuert wird gerade. Doch dann, ungefähr 100 Meter ist es noch bis zur Küste, tritt an der Küste, weit von dir entfernt, eine Gestalt auf den Strand. Eine Gestalt in einer dunkelroten Robe mit vorgezogener Kapuze, die still am Strand steht und auf die du langsam zusteuerst. Wir sind in einem großen Schiff, nehme ich an. Das heißt, wir müssen vorher anhalten oder fahren wir direkt? Es ist kein so großes Schiff. Es sind mit dir noch zwei weitere deiner Brüder dabei. Und die Überfahrt findet aber nur wegen dir statt. Ja, ich schaue mich um auf dem Schiff. Weiß, was jetzt kommt. Ich habe mich da jetzt lange drauf vorbereitet. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Bin ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt hier bin. Ich schaue nochmal an mir herunter. Und checke, ob auch alles in Ordnung ist, ob meine Robe richtig sitzt. Streiche meine Haare nochmal zurück. Versuche mir aber nichts anmerken zu lassen. Ich stelle mich gerade hin und erwarte die Dinge, die da kommen werden. Du steuerst auf die dunkelrot gekleidete Gestalt zu, die plötzlich ihre Kapuze nach hinten schlägt und anfängt, willst du winken? Rodwig! Rodwig! Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich schaue mich kurz um und er meint mich. Ich vorsichtig. Rodwig, wir haben leider keinen Steg. Du wirst laufen müssen. Gar kein Problem, rufe ich zurück. Schlucke wieder ein bisschen, denn jetzt können mir ja alle zugucken. Ne, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm und ich hoffe, dass der Zauber jetzt klappt. Ich will mir natürlich nichts anmerken lassen. Dann komme ich mal. Moment. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir die Schuhe ausziehen sollte oder nicht, aber ich lasse sie jetzt einfach mal an. Und wirke meinen Zauber Wassermeisterschaft. Zeige nochmal einen Daumen hoch zu der Besatzung. Die, die nickt dir ernst zu. Ja, ich nicke ernst zurück. Sage ich, ich gehe dann mal. Ahoi. Und würde dann jetzt... versetze mich in die geistige Lage, versuche eins mit dem Wasser zu werden und versuche meine Zauberwassermeisterschaft zu wirken. Das heißt also, ich spüre die Struktur des Wassers, ich rieche das Wasser, ich schwitze Wasser und würde sagen, ich setze meinen ersten Fuß auf die Welle, die dort dann anspringt. Wirkt dein Zauber. So, du hast auf deinen Zauber Wassermeisterschaft 10 habe ich hier. Das heißt, du würfelst mit dem W10, brauchst die 4 oder höher. Und dann ist ein W8, ne? Nee, wo ist er denn? Ist das der W10? Hoppla. Ja, das ist ein bisschen Ja, ist auf jeden Fall eine 0. Alter, was? Der hier ja, ist das ist die 0, der hier. Die 0 ist die 10. Ja, gut. Ja, genau, die 0 ist die 10. Ich brauche was oder höher? 4 oder höher. Ja. Hier komme ich. Ups! Du fällst ins Wasser. Ja. Das hat nicht sollen sein. Es ist mir wahnsinnig unangenehm. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Natürlich. Du bist erstmal unter Wasser. Du kämpfst Versuche wieder nach oben zu kommen an die Wasseroberfläche. Scheiße, denke ich mir. Alles nass. So. Ich komme! Gut. Du schwimmst los. Es dauert quälend lange. Diese Person, die da am Strand steht, winkt dir zu. Hört irgendwann wieder auf zu winken. Ja, ja. Rodwig! Ich sehe es! Ich sehe dich! Ja,
Du kommst irgendwann am Strand an, klatschnass, deine Arme sind schwer und müde und er stürmt direkt auf dich zu und schüttelt die Hand. Ja, also Rodwig, also ich find's ja hammermäßig, dass du hier bist. Ich find's richtig toll. Also ich find das so klasse, dass du dich entschieden hast, deine Jugendweihe bei mir zu machen. Ich find's richtig toll. Jetzt komm erst mal rein, dann leg deine Sachen ab. Mensch, du bist ja klatschnass wie ein Fisch. Komm rein. Okay, ich komme ja gar nicht zu Wort, außerdem bin ich total aus der Puste und danke. Ja, du läufst hinter ihm her und du siehst, in der Klippe gibt es einen kleinen Höhleneingang, in den ihr reingeht und was erstmal wie eine sehr krude Höhle auswirkt, wird mit jedem Schritt wohnlicher und du kommst dort in einen relativ ansehnlichen kleinen Untergrundbau ein, der sagt, ja, also das ist die kleine Butze, ist nicht viel, aber immerhin, jetzt, ich führe dich erstmal ganz kurz rum, komm erstmal mit. Vielleicht, also ich bin ja noch recht nass, kann ich mich irgendwo umziehen? Ja, dann, ja. Ich wirke noch einmal Wassermeisterschaft und versuche das Wasser einfach aus meinen Klamotten hinauszubewegen, in so einer kleinen Wolke und wieder aus dem Eingang der Höhle herauszuschicken. Bitte. Das hat übrigens einen halben Mana-Kosten gekostet. Dein Zauber. Was? Das hat auch noch was gekostet? Ja, wenn er misslingt, kostet es die halbe Mana-Kosten. Das ist ja unfassbar. 50 hatte ich, ne? Dann habe ich jetzt, mache ich hier einfach 49,5. Schwupp. Da bin ich wieder trocken. Also, das ist ja also fantastisch. Ja. Ich finde es ja toll. Ich glaube, wir beide werden eine Menge Spaß haben. Ich mich Dussel gar nicht vorgestellt. Nee, Bruder Xor Kalasch, hallo. Ah, Rodwig. Ja, gut, dann schauen wir uns erstmal um. Kannst du deine Sachen gleich mitnehmen? Hier ist das Schlafzimmer für uns beide. Also, uns du wirst beide in so eine Seitengrotte geführt, wo zwei Bette nah aneinander stehen. Ich hoffe, du schnarchst nicht, was? So, dann geht's weiter. Hier haben wir schon die Küche. Da gibt's gleich was zu futtern für uns beide. Oh, was gibt es denn heute? Oh, heute gibt's was ganz Besonderes. Möwenei, Rührei und Krabbe. So, dann kommen wir direkt mal weiter. Hier sehen wir den Ritualraum. Du schaust in einen pechschwarzen Raum, der mit Runen verziert und komplett blutverschmiert ist. Ja, oh, das ist aber schön gemacht. Ja, ich finde, die Spritzer da drüben habt ihr sehr gut hingekriegt. Ich glaube, hier vorne hätte ich noch ein bisschen was anderes dekoriert, aber ganz ausgezeichnet. Ach, also, du bist ja ein richtiger Kenner. Ja, nein, da habt ihr, gefällt mir gut. Ja. Das ist ein schöner Ritual. Und hier drüben natürlich, klar, müssen wir noch ein bisschen aufräumen vielleicht. Eine Tür wird geöffnet und du siehst einen Raum voller Leichenteile. Oh! Na, gehst in den Raum rein und es wird plötzlich kühler. Du kannst dir nicht erklären, warum, aber dieser Raum scheint ein bisschen kühler zu sein als der. Na gut, also ich denke mir vielleicht als erstes, Leichenteile müssen auch gut gekühlt werden, normalerweise. Daher wundert mich das jetzt erstmal nicht besonders. Interessant. Ja, also das ist unser kleines Reich. Für uns beide. Nicht schlecht. Also wie gesagt, finde ich ja toll. Machen ja nicht mehr alle Jugendlichen heute tatsächlich das. Ja. Also die Verantwortung nimmt nicht jeder auf sich. Und ich finde es toll, dass du dich dazu entschlossen hast. Bist das erste Mal, dass du von der Insel runter bist? Ja. Da hast du bestimmt viele Gruselgeschichten erzählt, was hier auf dem Festland alles stattfindet. Aber mach dir mal keine Sorgen. Mach dir vor allem, hab keine Angst vor der Inquisition, was sie da immer erzählen. Ich habe da eine kleine Vereinbarung getroffen mit dem Fürsten hier. Die Inquisition macht uns keine Sorgen. Sicher? Ja, überhaupt keine Sorgen. Mach dir überhaupt keine Sorgen. Okay, ich hatte jetzt im Moment erstmal weniger Probleme mit der Inquisition als mit unseren Schlafarrangements. Wie kommt es denn, dass diese beiden Betten so eng aneinander stehen? Naja, du willst doch was von mir lernen, oder nicht? Ist das Standard hier bei euch? Das ist absoluter Standard. Oh, habe ich es fast vergessen. Also, ich will ja jetzt noch nicht auf deine Prüfung vorgreifen, das kommt ja alles noch, aber es juckt mir einfach in den Fingern. Oh ja. Und, vielleicht kannst du schon mal einen kleinen Blick werfen. Ja, er macht eine Truhe auf und nimmt eine handtellergroße schwarze Muschel raus, die über und über mit feinen Rillen durchlaufen ist, die symmetrische Formen bilden. Darf ich denn mal... Vorsichtig, das... Also, kümmern wir uns später dran, aber es ist eine Schönheit, oder? Sie ist ganz schön schön. Also, ist eine gute Schönheit. Klappe zu, das war's für jetzt, aber nur mal so als kleiner Vorgeschmack, ne? Ja. Sehe ich, wo er sie hinpackt? Ja, Kiste packt er direkt in den Raum, wo auch die Leichen stehen. Okay. Packt er die da rein. So, aber jetzt erstmal das Tagesritual. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Tagesritual. So, er geht in den Hauptraum, wo ein großes Podest steht mit einem riesigen Buch, das aufgeschlagen ist. Und er schlägt eine Seite um. Na, was haben wir denn heute? Ah, ein Lied. Ist das nicht schön? Guck mal. Hier, also, er zieht dich ran und zeigt dir auf der Buchseite den Text eines Liedes. Ja. So, also, du kennst bestimmt die Melodie, oder? Das ist wahrscheinlich die Melodie von Schwester Regina. Das ist...
So, dann fangen wir doch gleich mal an. Wunderbar. Ja. Ich bin schon so leicht, dieser Enthusiasmus. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, aber ich mache jetzt erstmal. Ich natürlich singe ich jetzt erstmal mit, weil so gehört sich das. Dann 3, 4. Wir singen dieses schöne Lied freiwillig. Und es gefällt uns sehr gut. Du ertränkst unsere Sorgen in einer Flut. Dafür geben wir dir gerne unser Blut. Wir sind ziemlich dumm und einfältig. Dumm, 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 ich bin so dumm. Im Grunde ist unser Leben unnötig, ein kleiner, unfähiger Wurm. Wir singen dieses schöne Lied freiwillig. Und es gefällt uns sehr gut. Du ertränkst unsere Sorgen in einer Flut. Dafür geben wir dir gerne unser Blut. Warum hörst du nicht auf, mich zu beißen? Beiß, 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 beiß auf. 58.340 Pilze leuchten dich hinab. Wir singen dieses schöne Lied freiwillig und es gefällt uns sehr gut. Du ertränkst unsere Sorgen in einer Flut. Dafür geben wir dir gerne unser Blut. Toll, wunderbar. So, jetzt habe ich direkt ein bisschen Hunger bekommen. Lass uns doch mal direkt was auf den Zahn legen. Ja, da ist es, ich bin noch ganz... das Ding macht mich immer so ein bisschen, erinnert mich an meine Jugend, ist immer noch da. Ja, erzähl mal von dir, also wie ist das denn auf der Insel? Ich war ja auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr da. Ja, ich sag mal, es ist alles noch so wie immer. Er fängt an zu kochen und braten. Ja, es hat sich jetzt nicht viel geändert. Xos an Sybarat ist immer noch unser Herr und Meister, da kann man sich nicht beschweren. Die täglichen Rituale nach einer Weile, das kann ich ja vielleicht unter uns sagen. Deshalb bin ich jetzt auch mal, habe ich mal nach einer neuen Aufgabe gesucht. Das ist doch das Schönste am Tag, das Tagesritual. Ja. Das Tagesritual ist schön. Das macht immer sehr viel Spaß. Aber ach, meine Eltern und naja, also es geht uns allen immer noch sehr gut. Aber es wird auch mal Zeit, dass sich was bewegt, glaube ich. Ja. Ja, absolut, natürlich. Ja, dafür bin ich ja auch hier, dass sich was bewegt. Genau. Und deshalb habe ich dann gedacht, jetzt muss ich vielleicht auch mal rausziehen. Ach. Rudwig, ich glaube, wir haben eine richtig gute Zeit zusammen. Wir beide, ich glaube, wir verstehen vielleicht Dinge, die manche auf der Insel nicht verstehen können. Meinst du nicht auch? Ich hoffe. Was denn für Dinge? Also eigentlich... Ach, du weißt, du fragst dich ja wahrscheinlich, wie deine Prüfung aussehen wird, oder? Ja, klar. Ah, und dann, ja, ich habe also auf jeden Fall eine Überraschung, hast du ja gerade schon gesehen, aber die andere ist vielleicht noch was Besonderes, denn nächste Woche gehst du nach Tabor. Was? Ja, Tabor. Was? Natürlich. Aber da habe ich was ganz Besonderes. Aber Tabor ist doch das, wo diese Inquisition immer sitzt. Ach ja, aber... Wie? Ich habe da kann man... Naja, das ist doch... Ich werde mich heute dafür ärgern, aber naja. Ich kann auch. Also, er holt aus seiner Robe einen Umschlag. Aber nicht bis nächste Woche aufmachen, ja? Okay. Ja, Ach, Tabor, ich sag dir eins. Abulo von Egern, mein absoluter Lieblingsautor. Den könnte ich den ganzen Tag lesen. Also, da schweifen die Gedanken und da wird man richtig kreativ berauscht. Ich find's toll. Und das wäre natürlich toll, wenn du auch mal ein paar von seinen Zeilen lesen könntest. Aber naja, dazu Quatsch nächste Woche. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen schmatzen. Also, er serviert Essen. Es gibt eine gebratene Krabbe. Und darum gibt es ein bisschen Möwenrührei. Und er gibt dir deine Krabbe und nimmt die Zange und op. kneift dir in die Wangen. Op. Vorsicht. So, jetzt lass dir schmecken erstmal. Ich weiß nicht, also er geht mir ein bisschen auf den Sack schon, ein bisschen, kann ich direkt sagen. Jetzt probiere ich mal, ob sein Essen mir auch sehr gut, ob es mir schmeckt. Also ich bin ja eigentlich dann durchaus auch ein bisschen Besseres gewohnt. Also ist ja krabbig. Hast du die selbst gefangen? Ja, natürlich habe ich die selber gefangen. Ganz bis was Besonderes für heute, aber ich schnatter schon wieder viel zu viel. Jetzt erzähl doch mal, wer ist Rudwig eigentlich? Wer ist Rudwig? Ja, schmeckt mir jetzt nicht so gut. Ja, also ich bin Rudwig von Gröbelstieg, bin Einzelkind. Du weißt ja, wie das ist bei uns. Wie das bei uns so läuft.
Naja, ich bin ein fröhlicher junger Mann. Ja, ich behandle meine Bediensteten eigentlich oft auch halbwegs okay. Also es haben sich bisher wenige beschwert und haben es überlebt. So, also es ist eigentlich ganz gut. Ich in meiner Freizeit, naja, also ich habe ja gerade deine sehr beeindruckende Sammlung gesehen. Also ich sammle in meiner Freizeit vor allem kleine Finger. Da habe ich schon eine ziemlich große Sammlung tatsächlich. Die habe ich bei mir, die konnte ich jetzt nicht mitnehmen. Du hörst plötzlich einen lauten Krach, der irgendwo von oben, irgendwo aus der Höhle kommen muss. Und du hörst plötzlich Fußgetrappel. Was ist das? Ist das die Inquisition? Ist das die Inquisition? Was ist das? Was ist hier los? Keiner mehr gedacht. In den Raum stürmen 5 bewaffnete Männer. Vorneweg ein mittelalter Mann mit langem Mantel, trägt ein Langschwert an der Seite. Und du hast schon oft von dieser Art Mensch gehört. Du hast zwar noch nie einen gesehen, aber du weißt sofort, das ist ein Inquisitor. Hinter ihm 3 bewaffnete Männer. Er kommt langsam in den Raum, schaut sich um. Ah, ganz schön habt ihr sie eingerichtet, oder? Ich würde euch so gern mal zeigen, wo wir wohnen. Verhaften. Also ich bin gerade erst angekommen. Die 4 Soldaten gehen auf euch zu. Ja. Xorkala steht sofort auf, reagiert, spuckt in die Hand, deutet seine Hand auf einen der Soldaten. Einer der Soldaten fängt plötzlich an, Wasser zu spucken. Überall. Geht zu Boden. Du bist dran. Wie viel sind es? 4 Soldaten und ein Inquisitor. Gut, okay. Also 3 kommen aber auf mich zu und ja. Der Inquisitor steht noch rum. Was tust du? Ich tue dasselbe. Alles klar. Gut, dann würfel einmal Wassermeisterschaft. 7. Eine 7. Auf den 2. Alles klar. Der 2. Soldat auch spuckt plötzlich Wasser. Alles voller Wasser, lässt seine Hellebarde fallen und geht in die Knie. Muss ich da noch... Schluck Wasser! Die Soldaten kommen weiter auf dir zu. Bruder Xorkalasch entblößt sich plötzlich den Arm, schneidet sich mit einer Klinge tief in die Hand, spritzt das Blut auf dich. Blut trifft deine Hand. Du siehst, wie sich der Bluttropfen plötzlich ausbreitet über deinen gesamten Körper und deine Hand verschwindet vor dir. Du bist unsichtbar. Rudwig, lauf! Das lasse ich mir nicht zweimal sagen, denn ich kann hier nichts mehr tun. Und ich habe ja auch nichts mehr zu tun. Ich renne raus. Alles klar, du rennst raus. Die Soldaten fangen an, wild durch den Raum zu schlagen. Fangen an, nach dir zu schlagen. 2 davon packen Bruder Xorkalasch, drücken ihn zu Boden. Würfel mal Gewandtheit. Gewandtheit. Das ist spannend. Das ist der... leider nicht geschafft. Alles klar. Ja, du läufst los und läufst direkt in eine Hellebarde rein, kriegst sie über den Kopf gezogen, kriegst 12 Schaden. 12 Schaden? Ja. Kriegst 12 Schaden. 12 Schaden! Der Soldat, der dich getroffen hat, da ist er! Auf ihn! Alter, okay. Das ist ja richtig viel gewesen. Okay, gut, okay. In diesem Fall bleibt mir nichts anderes übrig. Ich mache meinen Zauber Lebenskraft übertragen. Ja. Und versuche, dieser Typ, der das gerade... Nee, ist das derselbe, der mich erwischt hat? Ja, der hat dich gerade gespürt, ja, in der Alter. Luft. Der hat plötzlich Widerstand gespürt. Gib mir deine Lebenskraft. Gut, Würfel Lebenskraft entziehen. Ist die 10 wieder? Ist das hier die 10? Sorry, also da muss ich mich noch dran gewöhnen, an diese Würfel. Ah, es ist eine 10, es ist ja, eine 10. Würfel nochmal. Es ist eine 19. Okay, alles klar. Das heißt, du erstmal die Mana-Kosten. Ja. Du machst 19 Schaden und du kriegst die Hälfte davon als Lebenspunkte zurück. Okay, also. Also der Soldat schreit nach dir und knickt plötzlich vor dir zusammen, zieht sich vor Schmerz zusammen und macht dir den Weg frei. Okay, ich drehe mich nochmal um. Was macht Xibarosch? Also, der ist zu Boden gepresst und versucht sich zu wehren, versucht sich irgendwie abzulenken, aber wird auf zu Boden gedrückt, also während der Inquisitor anfängt, die Krabbe zu essen. So, Moment mal, es ist ja nur noch der Inquisitor und einer anderer übrig. Und 2 weitere Soldaten. Ja, also er hat einen Wassersoldaten. 2 drücken ihn zu Boden. 2 sind gerade damit beschäftigt, wild in der Luft rumzufahren. Haben wir denn nicht 2 schon erledigt mit dem Wasserzeug? Ja, stimmt, natürlich. Es sind auf jeden Fall noch 2 hinter dir her. 2 erledigt mit dem Wasserzeug. Einen habe ich jetzt entsaugt. Ja, der ist aber auch nicht tot. Der ist nur kurz zu Boden gegangen. Okay, gut, der ist noch da. Also sind noch 2 da. Was machst du? Also ich glaube,
Nein, nein, ich muss, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier bin. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Also, du hast gesehen, es gibt den Eingang auf den Strand, von dem du gekommen bist. Ja. Und es gibt anscheinend auch irgendeine Treppe, die irgendwo nach oben führt. Gut, ich gehe erstmal weiter nach oben. Ich versuche mich dem erstmal hier zu entziehen und kurz zu sammeln, um zu wissen, was ich hier tun muss. Alles klar. Weil wenn ich rausgehe, wer weiß, was da draußen auf mich wartet. Du läufst, vielleicht sind da noch mehr. Ja, du läufst die Treppe hoch und, ja, wirf mir mal Gewandtheit. Gewandtheit. Das ist der W8. Geschafft. Ja. Also du läufst an einem der Soldaten vorbei, der einmal quer mit seiner Hellebarde durch den Raum zieht, aber du kannst dich da unten noch wegducken. Offensichtlich kennen sie sich mit unsichtbaren Leuten aus. Du rennst die Treppe hoch und kommst zu einer eingebrochenen Tür. Du stehst in der Freiheit. Du stehst mitten vor einem Land, in dem du noch nie warst. Du hast keine Ahnung. Überall Wald, ach, aber vor dir die Freiheit. Ich bin hier draußen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Du hörst von unten weiter noch Lärm. Holt ihn! Holt ihn! Okay, das bringt nichts. Ich komme später zurück. Sehe ich irgendeine Richtung, in die ich rennen kann? Ist du kannst jetzt überall hinrennen. Ja, ein Stück von dir entfernt ist erstmal ein Wald. Gut, ich renne in diesen Wald. Ich muss mich erstmal in Sicherheit bringen. Gut, du rennst in den Wald, rennst los. Du schaust um dich um. Zwei der Soldaten kommen noch hoch, aber wissen auch nicht genau, wohin und halten erstmal die Stellung. Du rennst in den Wald und rennst tiefer und tiefer in den Wald. Bin ich noch unsichtbar? Du schaust dich an, du bist unsichtbar. Und... Also es war schon Abend, als du ankamst. Es wird jetzt langsam dunkel. Du schaust dich irgendwann an und du kannst deine Hand wiedersehen. Okay. Das ist eine sehr ungünstige Situation. Ich versuche mich kurz wieder zu fassen. Du hörst Geräusche um dich herum, die du noch nie gehört hast. Du bist ganz, ganz andere Umwelt gewohnt. Du hörst plötzlich ein Au! Vermutlich eine Katze. Ich finde das Ganze sehr unheimlich. Also es wird immer dunkler. Dir fällt es sehr schwer, dich zu orientieren. Du läufst weiter durch den Wald. Und es wird auch langsam kälter. Das ist ja eine ganz... So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich hatte auf ein schönes Bett gehofft und nicht so viel Stress gleich am Anfang. Naja... Denke mir, er hat mir gesagt, ich soll nach Tabor. Vermutlich muss das mein Ziel sein, dahin zu kommen. Du findest kein weiches Bett, aber nach einer gewissen Zeit des Herumtapsen findest du eine kleine Hütte, vor der einiges an Feuerholz aufgebaut ist, die erstmal unbewohnt scheint. Also keine Diener und keine Leute, die mir helfen können? Kein Herold, der dich ankündigt, kein Personal, das dich empfängt, kein prasselndes Feuer, Kälte, Dunkelheit. Kleine Hütte, sie ist nicht aus Lebkuchen gemacht? Nein. Ich klopfe an die Tür, gucke, ob jemand da ist, unbewohnt. Jemand hat Feuerholz gemacht, aber keiner ist hier. Was ist hier los? Ich gehe hinein. Ist es dunkel? Du siehst eine leere Hütte mit einem Schlafplatz, also ein bisschen Heu, das da aufgeschichtet wurde, aber ansonsten karg, nichts. Gut, es scheint jetzt ein bisschen frivol zu sein, mich erstmal hier gemütlich zum Schlafen hinzulegen. Aber ich bin auch ziemlich erschöpft. Also ich bin geschwommen, ich habe ein bisschen gegessen, ich habe Leute bekämpft. Und ich weiß jetzt auch erstmal nicht weiter und denke mir, ich muss mich erstmal sammeln. Und vielleicht werde ich ja eine Eingebung erhalten, was ich als nächstes tun kann. Ich versuche erstmal vielleicht den Kamin zu befeuern mit diesem Feuerholz. Du hast in deinem Leben noch nie Feuer gemacht. Du hast keine Ahnung, wie man das macht. Ja, also ich mache es, indem ich so vier Holzstücke so übereinander staube und so. Brennen! Hört nicht auf deine Befehle. Los! Eine der Holzscheitel fällt. Gut, dann. Ich gebe sehr schnell auf und denke mir, na gut, dann. Schlafe ich halt. Du legst dich hin, um einzuschlafen und du bist immer noch verwundet. Du hast immer noch den Hellebardenhieb abbekommen. Es hat ein bisschen geholfen, dass du deinen Zauber eingesetzt hast, aber du fühlst dich immer noch schwer. Allein das Schwimmen hat dir auf jeden Fall sehr die Kräfte abgezogen und du schläfst relativ bald ein. Florentin, ich muss jetzt gestehen, ich war nicht schnell genug mit dem Mann. Ja, das habe ich mitbekommen. Da hast du jetzt aber auch ein bisschen Zeit, das alles nochmal zu rekonstruieren, denn wir verabschieden uns in eine kleine Werbung. Dann bist du wieder zurück, aber ich gebe dir mal für die Nacht Folgendes. Danke. Bitteschön. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann machen wir weiter, machen einen kleinen Zeitsprung und machen weiter mit Gunnar und Miri. Bis gleich.
Fuchstreu und Hortensia. Ihr seid heute Morgen auf ein Boot gestiegen mit ungewisser Zukunft und seid jetzt schon einen Tag auf dem offenen Meer unterwegs und ihr kriegt das überhaupt nicht hin. Ihr versucht euch mit dem Segel irgendwie rumzuschlagen, aber ihr habt in eurem Leben noch nie ein Schiff bewegt und ihr kommt kaum voran. Ihr wisst nicht, wohin ihr fahrt und nach einem Tag langsam dämmert der Abend und ihr kriegt das nicht so richtig hin. Also ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich dachte, du kannst Boot fahren. Du warst so, los aufs Boot, wir gehen Richtung... Aber das ist schon sehr kräftezehrend auch. Also ich habe das schon mal gelesen. Ja, ich meine, wir können immer noch mal versuchen, Samson dran zu setzen, aber ich habe echt Angst, dass der das kaputt bricht alles. Willst du vielleicht mal rudern? Ich? Du rechts, ich links? Okay, dann rudern wir. Versuchen mal schnell voran zu kommen. Gut. In welche Richtung wollt ihr denn fahren? Sehen wir irgendwas? Ihr seht die Insel hinter euch langsam verschwinden. Okay. Ihr seid jetzt einen Tag lang mehr oder weniger dem Wind einfach gefolgt. Und ihr könnt aber grob noch ungefähr euch erinnern, wo das Festland sein müsste, von dem ihr gekommen seid. Mhm. Aber das ist wirklich nur sehr grob. Also, ihr könnt nach bestem Gewissen fahren oder ihr könnt auch irgendwie... Ich glaube, wir rudern da lang. Gut, dann würfelt mal bitte Stärke. Oh Mann. Ja gut, den schlechtesten Würfel. Vier. Zwei. Alles klar, also. Und eine Zwei. Fuchstreu hängt sich anscheinend stärker rein und ihr fahrt nach rechts anscheinend. Ja, das läuft doch gut. Geht so. Kann ich vielleicht der Golem doch mal rudern? Samson! Okay. Ja, Herrin. Ich setz dich erstmal in die Ruder. Ich stehe auf und mach mit dem Golem Platz. Ja, Herrin. Also, in dem Moment, in dem sich der Golem bewegt, verändert sich das gesamte Gleichgewicht des Schiffs, das langsam in die andere Richtung neigt, wenn der Golem sich bewegt. Ich würde das versuchen auszutarieren mit meinem Körper. Ja, ihr geht auf die andere Seite. Ja. Okay. Samson, setz dich. Ja, Herrin. Okay. Wenn das klappt, dann müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Golem Samson ein bisschen länger bei uns bleibt. Okay, Samson, jetzt beginn erstmal vorsichtig. Erstmal mit dem linken Ruder zu rudern, um uns wieder richtig auszureichen, bis ich Stopp sage. Ja, Herrin. Er packt das Ruder und fängt an zu rudern und ihr werdet fast umgeworfen, mit welcher Kraft er sich da reinhängt und ihr fangt an, euch im Kreis zu drehen. Okay, wenn wir ungefähr wieder da sind, wo er eben hingezeigt ist, schrei ich Stopp. Er hört auf. Und jetzt mit beiden. Ja, Herrin. Schön gleichmäßig. Ja. Packt beide Ruder und geht los und ihr habt eine gute Geschwindigkeit drauf. Der hat Kraft. Da sind wir aber spät drauf gekommen. Das räume ich ein. Aber aus Fehlern lernt man ja auch, ne? Meinst du, ich kann mich kurz hinlegen? Ja, bestimmt. Ich bin sehr müde. Okay, dann würde ich, dann legst du dich hin, dann würde ich einfach mal erstmal dem Samson ein bisschen längeres Leben ermöglichen, wenn das... Ja, gut. Dann hole ich meinen Schlafsack und lege mich da irgendwo in die Mitte des Bootes hin. Du legst dich hin, nach einer gewissen Zeit ist auch ein bisschen Ruhe eingekehrt, auch wenn ihr eine recht gute Geschwindigkeit habt. Und du legst dich unter den sternenklaren Himmel. Ach, völlig klar. Und du schaust in die Himmel, in die Sterne. Dann würde ich einmal versuchen, den Samson ein bisschen länger leben zu lassen. Das heißt, du wirkst den Zauber? Golem verbessern. Mhm. Was unter anderem dafür sorgt, dass der Golem hält Wurf mal zwei weitere Stunden. Alles klar. Und Golem verbessern habe ich jetzt 12. Das heißt, er lebt 16 weitere Stunden. Alles klar. 16 weitere Stunden, das heißt, du zahlst wie viel Mana? Das heißt, ich zahle nur halbe Mana-Kosten, wenn ich meinen Stift finde. Ja. Gut. Alles klar, also du siehst, wie dein Klassenkamerad Fuchstreu sich in den Schlafsack einwickelt und in die Sterne schaut. Und schläft? Ja, ich guck mir die Sterne an und versuch mal heraus, also vielleicht nehme ich mir ein Papierchen irgendwo raus und versuch mal grob zu eruieren, wo was ist. Ich meine, wir haben ja immerhin Astrologie gehabt. Ja, würfel mal wissen. Das bist du. Eine 4. Ja. Ja. Also du kannst grob die Himmelsrichtungen ausmachen und ihr fahrt momentan nach Westen. Gut. Okay, es ist ja mehr als ich vorher wusste. Das ist doch.
In welcher, also Richtung lag dann die Insel? Direkt gegenüber oder? Ihr seid ja von eurer Akademie nach Süden gegangen in die Hafenstadt und von dort aus nach Osten gefahren zur Insel. Okay. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, in welche Richtung wir fahren. Das ist richtig fest. Gut, dann würde ich jetzt erstmal versuchen, die Augen ein bisschen zu machen. Ja, also Foxtrot schläft ein. Ja. Nacht. Samson, bist du am Horizont irgendwas siehst, wie Land oder ein anderes Schiff oder sonst irgendwas, ruderst du weiter und sonst, also weckst du mich. Das habe ich nicht verstanden, Herrin. Ruder so lange, bis du was siehst, dann hörst du sofort auf und weckst mich. Moment, nein, den muss ich anders schützen. Rudere so lange, bis du ein anderes Schiff, Land oder Menschen siehst. Dann hörst du auf und wächst nicht. Das habe ich nur halb verstanden, Herrin. Das reicht. Rudere so lange, bis du Menschen oder Land siehst. Dann hörst, dann wächst du mich. Ja, Herrin. Okay. Das ist gut. Dann würde ich mich vielleicht mit der Bettwäsche, die ich noch im Rucksack habe, weil ich keinen Schlafsack mehr habe, vielleicht an Fuchsstreu kuscheln und versuchen zu schlafen. Noch bevor du einschlafen kannst, spürst du, wie sich jemand an dich an. Das ist richtig unangenehm. Sagst du was? Würdest du vielleicht ein bisschen wegrutschen? Es ist so kalt. Ist es kalt? Ja, es ist schon kalt. Also nachts ist schon kalt. Ich werde kein Auge zukriegen. Okay. Rolle ich mich auf die andere Seite vom Boot und roll mich da in die Bettwäsche. Nehme ich so weg. Und guck die Wand an und schlaf da. Okay, früher oder später schlaft ihr beide ein, ihr könnt beide gerne regenerieren. Das war mir wichtig. Bei Regenerierung auch bei einer 4 doppelt? Ja. Nice. Nee, nicht doppelt, darfst nochmal würfeln. Genau. Nochmal würfeln, ja. 8, okay, Mist. 8 Mana-Punkte. Kann ich mehr Mana-Punkte haben, als ich am Anfang hatte jetzt? Nein. Okay. Dann sag mal ganz kurz, wie viele Lebenspunkte ihr habt? 2. Habe ich noch nicht gesteigert, Achtung. Fuchsteil, du warst auf 19 bei mir. 4! Okay. Und noch mehr? Warte. 6 dazu. Dann bist du auf vollen Lebenspunkten 25, richtig? 25. Alles aber klar. Nicht voll. Gut. Miri, du kriegst 2 Schaden und wachst auf. Au! Und ich versuche mich aus der Bettdecke zu pellen. Und Samson hat dir auf den Kopf gehauen. Aufwachen, Herrin. Danke, Samson. Aufwachen, Fuchsstrei. Warum? Land. Wie nah ist das Land? Also du schaust vor dir und du kannst das Land tatsächlich, es ist 20 Meter vor dir. Samson scheint nicht die besten Augen der Welt zu haben. Mhm. Ihr seid vor Land, vor einer riesigen Küste. Mhm. Fuchsstreu? Ja? Wir haben Land gefunden. Oh. Ich guck mal um, ob ich mich... Du guckst dich um, du siehst keinen Menschen, kein Schiff, kein Steg. Erkenne ich irgendwas wieder? Nichts. Du kannst grob die Klimazone zuordnen. Ihr seid nicht auf einem komplett anderen Planeten, aber du siehst keinerlei Zivilisation. Nichts. Ihr seht aber eine große Klippe vor euch. Was ja erstmal gut ist. Wir haben dieses Segeln hinbekommen. Wie ist denn dieser Untergrund, wo wir angekommen sind? Ihr seid noch nicht angekommen. Okay. Ja, er hat nur aufgehört zu rudern und ihr seid jetzt noch ein Stück entfernt. Dann kann der noch ein bisschen weiter rudern. Ich bin ein sehr schlechter Schwimmer. Aber rechts oder links? Ich meine, wo denkst du, geht die Klippe also weniger? Gerade? Ist die Klippe hoch? Ist schon ein Stück hoch. Aber ist es jetzt nicht so, dass es komplett eine Mauer ist über die ganze Küste? Hier und da gibt es schon flachere Stellen, wo man hochgehen kann. Mhm. Dann, Oskar, ruder uns mal da links. Ja, Herrin. Rudert er links? Rudert links. Hört gut zu. Ja, aufs Wort. Ja, früher oder später, es dauert eine Weile und ihr seht, wie die Klippe sich ein wenig absenkt und ihr durchaus ins Landesinnere stoßen könnt. Aber ihr findet immer noch keinen Steg, kein anderes Schiff, nichts. Nichts, was auf Menschen spricht. Aber irgendwo auch, wo wir anlegen können drin? Ja, ihr könnt auf jeden Fall anlegen. Es ist auf jeden Fall ein Strand, könnt ihr hinfahren. Wollen wir denn hier anlegen oder wollen wir erst so lange rudern, bis wir eine Hafenstadt finden? Vielleicht nicht unbedingt, Satsui. Ich bin komplett überfragt. Sag du. Oh. Ich habe auch ein bisschen Angst. Nachher sind da wieder diese Menschen. Welche Menschen? Vierarmigen. Aber die waren doch nur auf der Insel. Die sind doch völlig. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Nach dem Krieg hat man die quasi, glaube ich, ausgerottet. Sonst wären die ja noch überall. Oder? Denkst du?
Ich weiß nichts. Wollen wir nicht hier einfach am Land mal gucken? Okay. Es ist übrigens sehr früh. Also es ist, die Sonne ist gerade schon aufgegangen. Ihr könnt schon sehen, aber es liegt noch ein bisschen Kühle und Feuchtigkeit in der Luft. Es ist sehr früh. Aber ihr habt jetzt, aber ihr habt auch okay geschlafen. Also Dann. Aber wie wollen wir? Also sind wir so nah dran, dass wir aufs Land gehen können, ohne nass zu werden? Okay. Ja dann. Dann nach dir. Ja. Okay. Ihr macht euch ein bisschen die Füße nass, aber ihr kommt an Land an. Ihr geht auf den Strand. Ich nehme an, ihr nehmt eure Sachen alle mit, die ihr noch dabei hattet. War auf dem Schiff dann irgendwas, was die Mirapola-Studenten da liegen gelassen haben? Nein, die haben alles abgenommen, also alles mitgenommen, was sie mitgenommen hatten auf die Insel, weil die sind ja alle auf der Insel geblieben und haben ihr Zeug mitgenommen. Ihr steht auf einem Strand und könnt ins Landesinnere gehen. Ja, perfekt. Oder wo ihr hin möchtet. Also dann gehen wir da jetzt hoch, ja? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Weg hier. Ja, aber wohin? Nach Hause, keine Ahnung. Ja, aber Wir müssen doch irgendwo hin. Ja, aber wo, also, wo wohnst du denn? Also ich meine, wir müssen doch ja, also... Hast du alles vergessen? Nee, in der Akademie. Wir. Ja, da willst du jetzt einfach so, also ich meine... Wir laufen jetzt dahin. Ja, aber ich würde da nicht hingehen. Also ich will da schon hingehen, auf jeden Fall, aber ich will da nicht hingehen, so... Ja, so. Willst du hier am Strand bleiben? Ja, aber... Ja, wir gehen jetzt los. Nee. Ich bin der Anführer der Gruppe. Hast du das vergessen? Ja, aber du, ich schätze dich ja für deinen Intellekt. Und dafür, dass du immer sehr analytisch vorgehst. Und alles überlegst, was ein Problem sein könnte. Was ist meine Idee? Du, der Anführer, sag es ruhig. Du bist der Anführer und Anthony, das bin unser Erzmagus, der Vize, der uns auf die, auf die Mission geschickt hat. Ja, natürlich, du bist ja auch der Anführer, du weißt sowas. Das gefällt mir aber langsam hier. Ja, der ist... der ist ja vielleicht nicht unbedingt... Ja, aber der willst du, wir wissen doch gar nicht, wo wir sind. Wir müssen jetzt weiterlaufen. Ja, aber so wie wir... Ich glaube jetzt los. Aber fuchstreu. So wie wir irgendeinen Menschen sehen, müssen wir uns als Magier zu erkennen geben. Aber warum sind wir denn hier an Land gegangen? Um wieder ins Boot zurückzugehen? Ich weiß noch nicht, ob unser Ziel wirklich direkt Tabor sein sollte. Es ist doch egal erstmal wohin. Wir müssen mal gucken, was da oben ist jetzt. Okay, dann suchen wir erstmal Menschen. Richtig. Gute Anführer. Wir laufen los. Mhm. Und ich hebe die Hand, weil ich der Anführer bin. Ich senke den Kopf, weil ich nicht der Anführer bin. Also, gut geführt geht ihr in den Wald... beziehungsweise ihr geht erstmal die Klippe hoch, ihr seht einen relativ panoramischen Ausblick von dort oben, auch wenn es nicht so weit hoch ist, und vor euch liegt Wald. Nicht so dicht, aber auf jeden Fall könnt ihr nicht sehen, was dahinter ist und was da drin liegt. Anführer, riechst du das? Die Frische der Natur? Die Frische der Natur. Prächtig. Da gehen wir jetzt rein. In den dunklen Wald? Naja, wo denn sonst hin? Um den Wald rum? Also wir können auch durch den Wald gehen, aber ich gehe hinter dir. Also, nur so. Können wir, wie sieht das denn aus um den Wald rum? Gibt's ja, ihr könnt auch an dem Wald lang gehen, aber der Wald erstreckt sich mehr oder weniger über die ganze Küste. Dann gehen wir durch den Wald. Okay, ihr geht in den Wald und ihr müsst euch da so ein bisschen durchkämpfen hier und da. Es gibt nicht wirklich Wege, aber früher oder später hört ihr im Wald Stimmen. Hallo! Ist Samson uns hergetrottet? Ja, der läuft dir immer hinterher. Wenn der keinen anderen Befehl hat, läuft er dir automatisch. Ich höre mal erstmal. Ja. Also, du hörst, wenn muss du näher nicht kommst, würfeln? Zwei ja, Männer. Das gefällt mir ohne Würfel. Du hörst zwei Männer streiten. Und was sagen die? Möchtet ihr näher dran gehen? Klar. Ja, ich würde aber versuchen, vielleicht ein bisschen heimlich zu geduckt gehen. Dahin zu kommen. Ja, also ihr seid noch ein gutes Stück weg und ihr kommt näher und ihr hört die beiden Männer streiten. Und was sagen die? Mama, was sollen wir denn jetzt mit dem Jungen machen? Hast du den gesehen? Was ist das denn für einer? Das ist bestimmt einer von diesen Zauberern. Ach, Zauberer, Quatsch. Der sah doch nicht aus wie einer von den Taborern. Nee, irgendwas anderes. Keine Ahnung, du. Ich glaube, dass... die Inquisition gibt 2000 Tosch für jeden Zauberer. Das ist richtig. Jetzt hör doch mal auf, ey. Dir ist aber schon klar, was die Inquisition mit dem macht, ne? Das ist richtig viel Geld. Ja. Das ist doch noch ein Kind. Den können wir nicht an die Inquisition übergeben. Halt dir. Du... Die Inquisition wird den früher oder später eh finden. So viele, wie von denen gerade unterwegs sind, die finden den früher oder später eh. Ich habe einen Plan als Anführer. Einen leisen Plan? Der ist mittelleise. Entweder wir nehmen Samson. Ja. Der macht das für uns. Mhm. Der schnappt die beiden. Oder du machst Paralyse. Was zu lang mit Bombastus zusammen, Mann. Du kannst keine Paralyse mehr. Ich kann Paralyse noch. Aber also, von welchem Jungen reden die denn da?
Jetzt weiß ich nicht. Du weißt doch, warum die Inquisitoren gerade hier überall rum sind. Vielleicht ist es Bombastus, mein bester Freund. Ist doch. Hast du das nicht mitbekommen? Vielleicht ist er hier. Nein, wir wissen das nicht. Wir haben kein Boot mehr. Sabo hat mir letztens erzählt, dass die Taborer rebellieren und gegen die Inquisition kämpfen. Was? Die haben in Satsui gegen die Inquisition gekämpft, deswegen sind jetzt sie überall hier. Die werden den Jungen so oder so finden. Überall bei uns? 2000 Toschen, ist mir doch egal, was die mit dem machen. Also, okay, ich mach Paralyse? Ja. Auf beide? Auf beide. Und du wieselst dich dahin? Aber warte mal, ich würde mal gucken, sehe ich da irgendwo irgendwas in Jung? Sehe ich da irgendjemand? Du siehst die beiden Menschen, wie sie diskutieren und stehen neben einer Hütte. Sind es starke, große Personen oder wie sind die? Also normal gebaut. Okay. Auch nicht bewaffnet, außer den normalen Handwerksmesser an der Seite. Nichts, aber euch fällt auf, zu ihren Füßen ein Krokodil an einer Leine. Okay, das hättest du vielleicht mal her erwähnen können. Alles klar. Okay, dann. Sie haben einen grünen Hund dabei. Weiß ich, was das ist? Ja, ihr kennt Krokodile. Das ist gängig. Krokodile gibt. Guckst du, ich glaube, das ist ein Krokodil. Nein, guck, wirklich keiner hat ein Krokodil als Haustier. Die müssen irre sein. Die sind irre. Die sind völlig verrückt. Soll ich Komet machen, meinst du? Also, lieber was sollen wir machen? Wir fesseln ihn und schleppen ihn weg. Warte mal, das ist doch unser Moment. Wenn die ihn fesseln und wegschleppen, dann mache ich Paralyse und dann wieselst du dich hin und holst wen auch immer die der Inquisition ausliefern. Ich kann niemanden tragen. Ich bin richtig schwach. Samson rennt hin und holt ihn. Ja! Okay. Und ich bleibe hier versteckt. 1000 Tosch für mich, okay? Moment. Abgemacht? Ich auch. Gut. Ja. Okay. Ihr seht, wie die beiden hinter der Hütte verschwinden. Okay. Jetzt sind sie weg und wir haben viel zu lange diskutiert. Wir gehen leise hinterher? Ja. Okay, wir gehen leise hinter die Hütte. Haben die das Krokodil mitgenommen, ne? Ja. Dann gehen wir leise hinterher. Gut, dann würfel mal heimlich. Ja, das kann ich gut. Yeah. Ich habe einen 8er-Würfel. Ich auch. Das ist der hier. Der da. Musst du zuerst oder wollen wir gleichzeitig verschwinden? Ich mach mal. Eine 2. Okay. Eine 8. Und eine 6. Okay. 14. Also, er steigt direkt auf einen Ast und es macht einen lauten Knack. Ups. Okay. Ich glaube, die haben es nicht gehört. Ich bleib mal genau stehen und horche. Ist da noch mehr von dem Zaubererpack hier? Komm, lass uns beeilen jetzt, schnell. Sehen wir die wieder? Du hörst Geräusche, wie eine Tür sich bewegt. Mhm. Du hörst Holz. Ich würde da weiterhin hinschleichen und würde gucken, ob ich die sehe. Ja, also du schleichst dich ums Haus rum. Rodwig, du wachst auf und bist gefesselt. Zwei Männer stehen vor dir. Und einer... Komm her. Wie, komm her? Und einer packt dich und... Hey. Legt sich auf seine Schulter. Was soll das? Eine dritte fremde Stimme, die ruft. Was ist hier los? Sind die genauso alt und erwachsen? Nein. Was erlauben Sie sich? Mhm. Hallo! Also, hey! Du siehst, wie aus dem Haus die zwei Männer treten. Einer von denen hat einen strampelnden Jungen auf der Schulter. Ja, okay, Paralyse. Was? Pass auf das Krokodil auf. Das ist dein Job. 7. Auf wen wirkst du das? Auf den, der ihn trägt, als erstes rauskommt. Ja. Lassen Sie mich sofort runter! Das ist immer 4. Was erlauben Sie sich? Und 2. Der zweite wird leider nicht. Also, du kannst nach dem ersten Zauber auch was machen, wenn du möchtest. Das kann ja wohl nicht sein. Nee, will ich gar nicht. Also, du strampelst dich da. Jetzt habt ihr nicht so, Junge. Pack dich relativ grob und fällt plötzlich vornüber und du schlägst mit deinem Gesicht im Schlamm. Verdammt! Du schlägst in die Erde. Um dich ist plötzlich Stein. Du kannst dich überhaupt nicht mehr bewegen. Also der ist umgefallen und der andere Mann schaut sich um. Ist da noch Zaubererpack? Zeig dich! Versteck mich hinterm Baum. Was? Nicht mal richtig erspüren! Was hast du mit ihm gemacht, du Monster! Was? Er fängt an, auf dich einzutreten. Also, ich bin einfach nur entführt worden. Wenn sie das nicht richtig können. Du kriegst 4 Schaden. Du siehst, wie der Mann auf den Jungen anfängt einzutreten. Mach doch Sandra! Was hast du mit ihm angestellt? Aua! Fallo! Eine sehr friedliche Person. Aua! Der muss doch was machen. Der Junge ist in Gefahr. Okay. Gut, also, wenn die nichts machen. Du kannst dich nicht bewegen. Du bist wirklich eingeklemmt in einer Steinstatue. Du hast keine Ahnung, was gerade los ist. Du kannst dich nicht bewegen. Es ist Stein. Du kriegst 2 weitere Schaden. Warum? Samson, renn da hin. Aua! Er tritt auf dich ein. Hören Sie auf damit! Samson, renn da hin und halt erstmal den Mann fest, der den tritt. Ja, Herrin!
Was? Plötzlich hörst du, wie die Erde anfängt zu beben. Oh nein! Und irgendwas Riesiges kommt auf dich zu. Ach, du hast keine Ahnung. Oh nein! Oh, was ist das? Was? Der Mann sieht Samson, dreht sich um und rennt weg. Okay. Rennt weg. Gut. Was hattest du gewürfelt bei der Paralyse? Bei der 8. 8, alles klar. Also, wo ist denn das Krokodil? Das Krokodil siehst du gerade nicht. Oh ja. Okay. Aua, hallo. Aua! Aua! Hallo, wer bist du denn? Was? Wer spricht da? Hallo, wer bist du? Ich trete dir den Baum vor. Guten Tag. Hallo? Sir? Miss Ma'am? Also, ist es ein Junge? Sehe ich das? Du siehst einen jungen Mann. Kannst du dich einmal beschreiben, wie du aussiehst? Sehe ich irgendwas? Ich bin ein gut aussehender, schlanker, schwarzhaariger junger Mann mit einem leichten Fukuhila, edlen Zügen, einer etwas strengen Nase. Gut gekleidet. Die gerade mitten im Dreck steckt. Ja, ach so. Ja, sie ist mitten im Dreck. Okay. Kann ich irgendwas sehen? Oder? Also du hörst die beiden, du guckst dich um, verrenkst dein Genick und siehst eine junge Frau. Oh. gnädige Frau, würden Sie mir bitte zur Hilfe kommen? Ich scheine im Dreck zu stecken. In wenigen Augenblicken haben wir mehrere Probleme, aber dann sind sie frei. Wer ist das denn? Wer sind sie denn? Hallo? Hören Sie das? Ja, das ist ein... Da scheint noch jemand zu sein. Haben Sie Ihren Sohn dabei? Ich bin ein Freund. Komm doch zu uns, Fuchstreu. Du kannst dich plötzlich wieder bewegen und ein Mann liegt auf dir. Ein Mann liegt auf dir? Ein Mann liegt auf dir drauf, der sich panisch versucht, von dir abzustoßen, auf die Beine rappelt. Wer sind Sie? Und Lupe euch drei anguckt. Zieht sein Messer. Samson festhalten. Ja, Herrin. Samson stapft auf ihn zu und er dreht sich um und haut ab. Ja, Samson ist leider nicht so schnell. Und das ist okay, das ist alles, was dir reichen wird. Beeindruckend. Ist das ein Golem? Das ist unser Golem. Das war einmal mein Golem. Ah ja, das ist unser Golem. Das ist unser Golem. Eine Art Gruppengolem. Schlecht. Von solchen Dingen habe ich gehört. Erstaunlich. Eine ganz gute. Ganz ich würde mein Taschentuch rausholen und ihm vielleicht so ein bisschen Dreck aus dem Gesicht machen. Ah, vielen Dank. Nee, vielen Dank. Das war ja meine Schuld. Mein Name ist Rodwig von Gröbelstieg. Und ihr seid, werte Dame? Hortensia Diana Bromberg und ich würde mich verbeugen und knicksen gleichzeitig. Und wer ist euer Diener? Hallo. Das ist der werte Fuchstreu. Mein Name ist Fuchstreu für alten Grund. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ich habe große Schmerzen. Wo? Überall. Ich glaube, ich habe mir was gebrochen. Wie ihr so? Außerdem habe ich Hunger. Huh. Ich wurde gerade entführt. Was ist hier überhaupt los? Wir haben keine Ahnung, wir sind nur zufällig durch diesen Wald und vorher auf dem Boot gewesen wegen dem Wal und der Sache in dem, aber das ist ja jetzt gerade auch nicht von dem Belang. Ja, mir geht's genauso. Wie? Auch ich bin zufällig in diesem Wald. Das ist ja ein Zufall. Ja, und was sind das für Leute? Kennt ihr die? Keine Ahnung. Wir haben nur gehört, dass sie einen Jungen der Inquisition ausliefern wollen, weil andere Magier, bösere Magier vielleicht oder auch eventuell zufällig in Bedrohung geratene Magier. Andere Leute noch. Die haben scheinbar irgendwie Probleme. Ja, wir haben auch den Schuh dabei. Aber sehr gut, ich verstehe sehr wenig, aber das soll uns reichen. Gut, wollen wir von hier wollen weg? Wollen wir den Welchen Schuh? Schuh noch angucken? Welchen Schuh? Ich habe den Magierschuh dabei. Du solltest den Schuh anlassen. Wo ist das Krokodil? Ich weiß nicht, wo das. Was? Ich setze mich auf Samson. Gut, ich checke kurz, wie es mir geht und ob ich noch alles gebrochen habe. Das kann sich richtig leicht entzünden. Ja, also du hast starke Rippenschmerzen, dir wurde gerade dein halbes Rückgrat gebrochen, indem einfach eine riesige Steinstatue mit dir umgefallen ist. Mhm. Jetzt habe ich verstanden. Wart ihr das? Beeindruckend. Du hast ja einen kleinen Schnurrbart schon. Ist mir schon aufgefallen. Oh. Ja, den kriegt man, wenn man seinen ersten... Was? Naja, das erzähle ich euch später. Okay. Ist nett, ne? Also, du siehst auf jeden Fall zwei junge Menschen vor dir, die gleich aussehen, was die Kleidung angeht. Exakt das gleiche Outfit, mit einem großen T auf der Brust. Wir stehen für Loyalität. Auch. Und was noch? Was das andere? Freut mich sehr. Habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Ich habe Allergiepillen dabei noch. Ein Limonenbonbon. Wie lange habt ihr schon in diesem Wald überlebt? Wir sind gerade angekommen. ganz frisch. Aber hinten ist unser Boot. Ihr habt ein Boot? Ja.
Da ist aber auch kein Essen drauf. Ja, wir also, hatten mal welches. Also wir hatten mal gegessen, hatten wir schon mal. Wisst ihr was? Ich weiß, wo es ganz viel Essen gibt. Aber und du bist also die Herrin von diesem beeindruckenden Golem, ja? Nicht schon ein bisschen gut. Vielleicht wollen wir nicht im Haus gucken, ob da Essen ist? Da ist nichts. Wir klauen doch auch nicht. Warst du da schon? Ja, ich habe da versucht zu schlafen und dann kamen diese Leute. Ach so. Aber ich weiß, wo ganz viel Essen ist. Ich habe gar nicht so einen großen Hunger. Ich auch nicht. Ich war das, der Hunger hatte? Ich glaube, ja. Ach so. Wo wolltet ihr denn eigentlich jetzt hin? Wir wissen es gar nicht. Dann kommt doch vielleicht mit zu mir. Ihr könntet mir kurz helfen. Ich muss da noch... Wohnst du hier im Wald? Aber ein Freund von mir wohnt da hinten. Und wir hatten so ein bisschen Probleme mit der Inquisition. Ihr kennt sie vielleicht. Ja. Ja, dann kommen wir mit. Das freut mich. Ja, warte. Fuchs, gut, ja, okay, dann los. Anführer, Freund. Also, ich glaube, ich bin daher gekommen. Welche Probleme hast du denn mit der Inquisition? Ah, sie wollten mich töten. Oh, aber warum? Das weiß ich auch, weil, also beim besten Willen nicht. Die wollen, glaube ich, immer alle töten. Nein, das ist nicht korrekt. Trotz der ketzerischen Verkehrtheit achten die auch eher auf uns. Also ich habe das Gefühl, ich kenne sie nicht persönlich, ich kenne sie nur vom Hörensagen. Ich habe gehört, sie sind sehr schlimm und sie wollen alle Magier immer töten. Nee. Das ist ja wohl nicht gerechtfertigt. So haben wir das nicht gelernt. Bist du auch ein Magier? Könnte sein, dass ich ein paar Fähigkeiten besitze. Zauber mal was. In diese Richtung. Bin mir nicht ganz sicher. Es wird sich bestimmt noch eine Gelegenheit ergeben. Ich kann vier gute Magier-Sachen. Was? Blick in die Zukunft, Blick in die Vergangenheit und natürlich noch Vergessen und Meteorit. Sehe ich irgendwo an ihm irgendwo ein Abzeichen? Kein Abzeichen. Das sind meine Zauberfähigkeiten, die ich auf Tabor gelernt habe. Auf welcher Magier-Akademie warst du denn? Akademie? Mhm. Man lernt doch in der Akademie. Hast du das noch nicht gewusst? Er hat gar kein Abzeichen. Er muss ein Abzeichen tragen. Das ist in Paragraph. Aber man lernt doch nicht auf der Akademie. Haben wir noch eins? Ah nee, das muss man nicht. Man lernt bei den Oberen des Ordens. Hat der Mann gegen deinen Kopf getreten? Ja, tatsächlich. Es tat sehr weh. Aber hast du das vergessen? Wollen wir vielleicht jetzt erstmal... Ja, stimmt. Wir wollten ihm helfen. Ja. Aber wenn der Problem mit der Inquisition... Was flüstert ihr da die ganze Zeit? Jetzt kommt doch einfach mal mit. Ja, ich komm mit. Das freut mich. Golem, komm, wir gehen mit dem... Rodwig. Ich gucke mir diesen Golem weiterhin bewundernd an und finde dich auch schon... Also, du bist offensichtlich eine mächtige Zauberin und es gefällt mir sehr gut. Und wie findest du mich? Achso, das habe ich natürlich nicht laut ausgesprochen. Deine Blicke. Und dich kann ich noch nicht ganz einschätzen. Du scheinst ein nützliches kleines Kerlchen zu sein. Kannst du mal kurz diesen Stein tragen? Nein, ich habe gar keinen Stein dabei. Nein, gut. Gut, ich versuche den Weg zurückzufinden. Würfel mal Wildnisleben. Das ist genau das, was ich also gar nicht... Würfel das gleich mal. Hier lang. Also, er deutet in eine Richtung und geht los. Okay. Ja, dann gehen wir hinterher. Ich. Ja, ich folge auf Samson. Gut. Wow. Ihr geht hinterher und ihr lauft quer durch den Wald. Wie groß ist Samson? Samson ist ungefähr erwachsener Mensch groß, mit Muschelaugen und Palmblättern im Körper und im Schambereich, warum auch immer. Und du reitest also auf seinen Schultern? Oder? Ja, er hat hinten so eine Art Sattel eingebaut. Ach was. Beeindruckend. Mir gefällt wie. Und hast du Freunde dabei auch? Nein, ich bin ganz... Ich hatte den besten Freund Bombastus Klicks, aber den haben wir zurückgelassen, weil der auf der Insel bleiben wollte. Ja, das und eine eigene Zauberschule wollte er dann machen. Ich glaube nicht, dass mit den von Mirapula zusammen. Aber es ist schon länger her, gestern gewesen. Ich habe große Kopfschmerzen und kann deshalb nicht hundertprozentig folgen, was der kleine junge Mann mir erzählt. Das liegt nicht an den Kopfschmerzen. Aber das ist okay. Hast du schon mal von Bombastus Klicks gehört? Nein. War er ein großer Magier? Er war mein bester Freund. Und warum hast du ihn verlassen? Ach, wir hatten andere Pläne für die Zukunft einfach. Und wo sind deine besten Freunde? Hast du auch keinen mehr? Doch, meine besten Freunde. Ich kann sie euch gleich zeigen. Ja, wann sind wir denn da? Wir gehen ja schon eine Weile. Ja, es muss hier gleich sein. Irgendwo hier. Ich glaube, der hat keinen Schimmer, wo er ist. Ihr trefft auf eine Straße. Aber der lügt doch nicht einfach. Der Wald lichtet sich und ihr steht auf einer Straße.
Magier müssen das Abzeichen tragen, das weißt du genauso gut wie ich. Also ich glaube, hier bin ich gar nicht lang gekommen. Es ist sogar eine relativ große Straße, auf der einige Rillen auch eingedrückt wurden. Da scheinen wohl häufiger Kutschen zu fahren. Nee, also hier waren wir nicht. Also irgendwie ist das hier falsch. Hast du dich verirrt? Ich glaube schon. Was für Magie kannst du denn? Vielleicht hast du ja einen Ordnungszauber, den du vergessen hast, wegen dem Tritt gegen deinen Kopf. Nein. Ich versuche, ich versuche mal ich zu riechen. Auch. Rieche ich etwas? Würfel mal Wahrnehmung. Ja. Du riechst einen Hauch von Pferd. Lebendig. Pferd ist Pferd. Aber okay, keine Verwesung. Keine Verwesung, nein, Pferd. Mhm. Pferde waren hier. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Guck mal auf den Boden, sich da Hufspuren. Ja. Naja. Was machen wir denn jetzt? Gehen wir dann weiter jetzt? Oder zurück? Wo sind denn deine Freunde? Bei welchem Problem sollen wir dir überhaupt helfen? Naja, also ein Freund von mir war in Bredouille geraten mit der Inquisition und ich wollte eigentlich nur noch mal zurück, um... Und die Inquisition ist da noch? Vielleicht. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Aber jetzt weiß ich auch überhaupt nicht mehr, wo das ist. Ich bin etwas verzweifelt, drehe mich so um und da bemerke ich, dass ich diesen Umschlag noch mit mir rumtrage. Ja. Den ich nicht öffnen sollte eigentlich. Und die brauchen das ja nicht zu sehen. Und einen Augenblick bitte. Austreten. Dreh mich so zur Seite. Musst du Pipi? Also er verzieht sich kurz in den... Sollen wir weggucken? Ja, bitte. Ja. Und ich nehme diesen Umschlag und... Und ich öffne ihn. Du brichst das Siegel? Du brichst das Siegel? Und du kannst den Umschlag aufmachen. Und da drin findest du eine Lehrmeister-Abstammungsurkunde. Eine Lehrmeister-Abstammungsurkunde? Ich lese sie mir genau durch. Es ist, funktioniert wie ein Abstammungsbaum. Ja. Und zwar ist es eine Linie von Lehrmeistern. Ja. Und du stehst ganz unten. Okay. Und also der, bei dem ich gelernt habe, steht also über mir. Über dir steht Bruder Xorkadasch. Ja. Wieso braucht der denn so lange? Keine Ahnung, wie lange braucht man im Schnitt? Okay. Das kommt drauf an. Ja. Über ihm steht Kasiva Lixus. Mhm. Über dem steht Elinor Harras. Okay, oh. Wow, okay. Da stehen aber nur die Namen, da steht nicht, wo sie sind oder so. Namen. Und es ist ein Dokument, das auf dich sehr offiziell wirkt. Also da ist ein Prägesiegel, da ist ein Wasserzeichen drin, da ist ein Band mit verflochtenen Farben drin. Also da ist viel Aufwand reingeflossen in diese Urkunde. Ja. Das scheint ein offizielles Dokument zu sein. Okay. Ihr könnt wieder gucken. Hi. Hat's nicht gleich geklappt, ne? Wenn jemand guckt. Ich hab nie geguckt. Okay. Ich auch nicht. Sag mal. Ja. Wisst ihr, wo hier die nächste größere Stadt ist? Nein, wir kommen nicht von hier. Auf der Durchreise. Wo wollt ihr denn eigentlich hin? Nach Hause wieder. Naja. Wo ist denn euer Zuhause? Na, Tabor. Naja. Also Tabor? Ja, also. Oder zu meinen Eltern. Das können wir auch machen. Okay. Aber wo sind denn deine Eltern? Die wohnen weiter weg noch. Tabor, ist das weit von hier? Vielleicht. Vielleicht, wir wissen das nicht mehr. Das kann ja... Wir haben dir doch erzählt mit der Insel und den Schuh nicht mit... Ja, ich erinnere mich. Davon habt ihr gesprochen. Ja. Das ist richtig. Ja. Steckst du das wieder weg, was du aufgemacht hast? Oder hast du das in der Hand? Also, ich hab's noch in der Hand, aber ich... Hast du damit gepinkt? Nein. Merke, stehe schon was hier vor sich. Ich packe sie... Mir ist gerade eingefallen, ich glaube... Ich müsste auch nach Tabor. Ja? Ja.
Na, dann fahren wir doch zusammen. Oh, das freut mich, das ist aber nett. Das Problem ist vielleicht, dass in Tabor halt auch eventuell Probleme auf uns warten könnten. Das ist doch kein Problem. Also. Nee, oder? Das wir haben nichts falsch gemacht. Nee, haben wir wirklich. Also, wir sind die Guten. Ja, aber wir waren dabei. Also, Fuchstreu, bist du denn bereit, auch auszusagen gegen Missetäter? Ich habe gehört, welche Missetäter. Okay. Wir könnten hier auf eine Kutsche warten, die uns bestimmt weiterhelfen kann. Aber hattet ihr nicht ein Boot oder sowas? Aber wir wissen nicht, wohin. Und es gibt auch keine Hafenstadt mehr in die Nähe, in der man anlegen könnte. Wir wissen es nicht. Da ist noch eine Hafenstadt doch gewesen. Da sind wir doch abgelegt. Ist doch ein bisschen... Was meinst du denn? Das weißt du noch. Okay, ich verstehe. Ihr seid euch nicht ganz einig. Aber euch geht's gut soweit sonst? Wenn du jetzt gerade ganz ehrlich das wissen willst, mir geht's nicht so gut, ehrlich gesagt. Miri, ich habe mal wissen. Eine Heuallergie und langsam gehen mir die Pillen aus. Mhm. Und außerdem habe ich Asthma und mir ist etwas kalt und meine Füße sind nass. Mhm. Miri, du überlegst dir, wo du ungefähr sein könntest. Ihr seid dann nach Westen gefahren, seid irgendwann angelegen und dir fällt ein, dass ihr auf jeden Fall mal gelernt habt, dass es eine große, wichtige Straße gibt, die Goldader heißt, die einmal entlang des südlichen Bereichs, wo ihr aufgewachsen seid, an dessen Süden ganz unten Tabor liegt, die einmal von ganz oben nach unten einmal durchführt, wo ganz viele Kutschen fahren. Die führt nach Satsui, die führt nach Tabor. Vielleicht könntest du da sein. Es ist auf jeden Fall eine große Straße. Naja, also wir haben ja gelernt, ne? Ja, wie sage ich euch das? Ja. Das ist ja schon eine große Straße, die wir hier gerade halt vor uns haben. Und also wenn wir wirklich nach Tabor wollen, dann könnten wir dieser Straße folgen. Wenn das hier Westen ist, dann werden wir ungefähr, also müssten wir jetzt hier lang gehen in die Richtung. Aha. Und wenn das nicht sogar schon die Goldader ist, dann könnten die Goldader. Ja, genau, dann könnten wir mit der Straße, die ist so groß, die wird da bestimmt hinführen sonst. Also, beeindruckend. Was ihr alles wisst. Wir sind schlaue Zauberschüler. Uns wird viel beigebracht. Von morgens bis abends. Und dann müssen wir schlafen und dann geht's wieder los. Das klingt nach einem fantastischen Leben. Bis auf Lifttag, da haben wir frei. Lifttag haben wir frei. Ihr hört die Straße entlang Gepolter und Pferdehufgetrabe. Wollen wir im Wald gehen oder auf der Straße gehen? Wir halten die Kutsche an. Daumen raus! Auch du! Denkst du, die nehmen Samson mit? Samson, Daumen raus! Hat Samson Daumen? Ja, der drei Finger. Alle die Daumen raus, der Anführer sagt, Daumen raus. Ihr stellt euch an den Rand der Straße? Ja. Alles klar. Ihr seht, wie unter großer Staubwolke eine Kutsche auf euch zubrettert, die hohe Geschwindigkeit hat. Es sind 6 Pferde vorgespannt vor diese Kutsche. Die hat hohe Geschwindigkeit, scheint dick beladen zu sein und rast an euch vorbei. Na, da hatte wohl nur einer den Daumen raus. Ihr müsst mitmachen, sonst klappt es nicht. Vielleicht machen wir das im Gehen. Dann, Was ist das hier für eine Gesellschaft? Entschuldigung, ich bin Roderick von Gröbestieg, das für einen Adligen nicht mehr angehalten wird. Das habe ich nicht erwartet. Du bist auch adlig? Ich mache nochmal einen Du auch? Ja, na klar. Von alten Grund. Ah. Von. Ah. Ich drehe mich so ein bisschen hin, damit ihr hört ähnliches Fußgeklapper von der anderen Seite. Mhm. Hufgetrabe. Gut. Gepolter. Geratter. Nein, da wollen wir nicht hin. Also, wir sollten es schaffen, dass diese Kutsche für uns anhält. Ich stelle mich mal auf die Aber Straße. Die geht in die falsche Seite. Ach so. Ja. Ja, und dann drehen wir sie eben wieder um. Also die Kutsche rast auf euch zu, Staubwolke am Horizont, also kommt immer näher. Nicht auf die Straße. Nee, Rodwig, die halten in der Regel nicht unbedingt an. Können wir vielleicht... Nein, der fährt in die falsche Richtung und der wird uns auf keinen Fall mitnehmen. Können Sie vielleicht einfach nur diesen beeindruckenden Golem so in die Straße... Nein, vielleicht, wenn jemand aus der anderen Richtung kommt, dann würde ich darüber nachdenken. Also Kutsche kommt näher. Wir können ja einfach... Wir gehen von der Straße runter. Das wir sagen, gehen Sie lieber wenn von der es Straße Bauern runter. Sind, sagen wir Ihnen Meter. Einfach, dass Sie wieder zurückfahren sollen. 20 Meter, 10 Meter... Kutsche, na, da hab ich dir ja das Leben gerettet. Eine weitere Heldentat. Also, was macht ihr? Ich, Samson, gehe in die richtige Richtung. Los. Also, du gehst jetzt nach links Richtung Süden. Ja. Alles klar. Gut, sie stapft los und macht sich auf den Weg. Wo willst du hin? Ich gehe schon mal los.
bis wir eine Kutsche angehalten haben, dass... Aber wir können doch nicht laufen. Ja, wir sind bis jetzt hier hingelaufen. Du kannst auf Samson reiten, wenn du möchtest. Ja, aber die das ist kein Problem. Frau reitet doch da. Kiedler kann auch mal laufen. Das kann der Anführer ruhig durchaus bestimmen, weil du bist verletzt. Das stimmt tatsächlich. Hm. Sieht er sehr schlimm verletzt aus, rumpelt er. Also er krümmt sich auf jeden Fall vor Schmerz und jammert und winselt, aber er hat tatsächlich eine relativ große Wunde auf der Stirn. Das kann er muss sich ihn ganz irgendwas schön entzünden. Erwischt haben. Oh, okay. Ja, gut, gerne. Ich rutsche von Samson runter. Milord? Roderick für Sie, werte Frau. Oh, Rodwig, nicht Roderick. Hm. Falsch, muss mir nur... Oh. Nur eine Sache, die dir natürlich absolut klar ist. Mhm. Ihr dürft außerhalb der Akademie nicht zaubern. Mhm. Also, Samson ist... Ein Problem. Ich weiß, es ist... Nur also ja. das hast du so tief drin, ja. dass du es absolut weißt. Ihr ja. dürft auf gar keinen Fall zaubern. Ja. Okay. Das ist ja ein fantastisches, ach, ist das ein tolles mhm. Gerät. Oh, beeindruckend. Geh bitte rechts von der Straße durch den Wald. Gebüsch. Wieso denn durch den Wald jetzt? Also, die haut Äste ins Gesicht. Nein, warum? Sie sollten sich verletzt anschmiegen. Was? Anschmiegen. Einfach an den Lehm drücken. Aber die Frau, was? Er reißt Bäume um. Warum? Kleinere Bäume, Samson, Sträuche, bitte, reißt nein, um. Aua, mach doch, warum? Samson, halt. Bitte bleib stehen. Ja, Herrin. Okay. Das hat mir gar nicht mal so gut gefallen, nee, Frau. Ja. Es tut mir auch außerordentlich leid. Warum denn durch den Wald? Da muss ich ihm zustimmen, warum denn durch den Wald? Fuchstreu und Roderick. Ja. Also Rodwig. Langsam, Rodwig. Ich habe jetzt, also, nein, ich habe jetzt langsam wirklich die Faxen etwas dicke. Du weißt genauso gut wie ich, dass wir außerhalb dieser Wohlwertenakademie wenig zaubern dürfen. Ich habe jetzt nicht zaubern? Nein, wir sind zwar jetzt gerade auf einer Mission, weshalb das auch ein wenig ausgesetzt ist. Und ich glaube, da wir die Mission noch nicht abgeschlossen haben, ist das alles ein bisschen in der Schwebe. Darum, das ist alles eine Grauzone. Wieso dürft ihr denn nicht zaubern? Das ist doch ein Recht eines jeden, dass er zaubern darf. Nur weil man zaubern kann, heißt das nicht, dass man Zauber auch benutzen muss. Das stimmt, das ist in der Akademie. Also bei uns heißt es, wer zaubern kann, muss die Zauber auch benutzen. Naja, nein, das ist festgeschrieben in der Akademiebedingung. Die man vorher unterschreibt. Aber wir sind doch gar nicht an der Akademie. Ja, aber alle Magier und alle magischen Gruppen unterliegen dem Paragraph A466, der 322 beschlossen wurde mit König hier. Sagulius dem Zweiten und Rona Ravala. Wir sind immer natürlich hier Repräsentanten der Akademie und da müssen wir uns auch ein bisschen an die Regeln halten. Mhm. Und wenn ich jetzt so einen kleinen Meteoriten sehen wollen würde? Das wäre eine schwierige Geschichte. Also einen kleinen? Nee. Also ein kleiner Meteorit. Nicht. Ein kleiner Meteorit. Er ist unser Anführer und unser Anführer weiß er unter seiner Verantwortung natürlich nur auch voll und ganz. Klein. Und er weiß, dass er auch ganz keinen kleinen Meteoriten machen kann. Das letzte Mal hat er eine ganz schöne Welle gemacht. Was? Oh, das war eine ganz tolle Welle. Das klingt nach einem ganz beeindruckenden Zauber. Das ist er. Den würde ich gerne sehen. Ja, aber Fuchstreu, nochmal, du weißt, wir wollen. Was kann denn schon groß passieren? Wir könnten ausgebrannt werden. Aufgrund von einer extrem großen Regelverletzung außerhalb der Akademie zu zaubern. Nicht von den Meteoriten. Ja, und die Tatsache, dass du, wie alt bist du, sagtest du? Fast 17. So alt schon? Und du warst noch nie auf einer Akademie? Nö. Okay. Du, Fuchstreu, ist nicht nach Paragraph 7 Abschnitt B. Das gut, aber vielleicht wollen wir mal aus diesem Wald raus? Ja. Nee, wenn wir aus dem Wald rausgehen, Fuchstreu, dann sehen die alle den Golem. Und der Golem läuft doch. Der ist doch auch aus Magie. Na, den haben wir vorher doch gezaubert, nicht hier hinterher. Der ist doch schon lange dabei. Ja, aber der ist doch ein Mag, das wissen die ja nicht. Das können wir doch sagen. Okay, das ich schlage Folgendes vor. Wir gehen die Straße in die richtige Richtung ja. entlang, nicht mehr hier durch den Wald. Ja. Und vielleicht können wir ein Tuch über den Golem legen. Auf dem du reitest. Ich gehe dann vielleicht wieder runter, wenn euch das besser gefällt. Nee. Oder wenn eine Kutsche kommt, gehen wir kurz in den Wald? Naja, wir können ja so tun, als wäre der Golem... Ein Pferd! Kann ich den Golem umkneten, dass er aussieht wie ein Pferd? Sobald er einmal belebt wurde, kannst du ihn in seiner Form nicht mehr verändern. Es sei denn, du baust Dinge an ihn dran, damit Golem verbessern. Also, ihr geht wieder zurück auf die Straße? Ja. Gehen einmal zurück auf die Straße. Und Samson kriegt jetzt ein Tuch, oder was? Ich würde ihm entweder ein Tuch überlegen, wäre mein Vorschlag. Du hast ja Bettwäsche dabei. Ich habe Bettwäsche dabei. Also, Samson stapft jetzt neben euch her als großer Geist. Ja. Das sieht aus, als wäre er super lange Beine. Also.
Ein bisschen. Also ihr bewegt euch weiter die Straße entlang und alle 2 Minuten rast eine Kutsche an euch vorbei. Einmal von hinten, einmal von vorne, aber ihr kommt auf jeden Fall voran. Alle scheinen euch zu ignorieren. Es interessiert niemanden. Außer auf Kutschen ist dort auch niemand unterwegs und ihr geht auf jeden Fall voran. Bis dieser Pferdegeruch immer stärker und immer stärker wird und ihr in der Ferne eine Stadt seht. Aha. Ich finde es zwar durchaus befremdlich, dass wir die Einzigen sind, die, also ihr die Einzigen, also wir die Einzigen sind, die hier laufen müssen. Ist das so Sitte bei euch? Du läufst doch gar nicht. Ja, also ihr, genau. Ja. Also. Ihr kommt näher an die Stadt und ihr seht ein nicht unübliches Bild. Ihr seht, wie vor den Stadttoren jemand erhängt wurde. Da hängt eine Leiche an einem Strick. Nicht schlecht. Gute Arbeit im Grunde. Relativ frisch. Ihr kommt näher und du siehst, die Leiche, die da hängt, ist Bruder Xorkadash. Oh. Und ein kleines bisschen Werbung, wir sind sofort wieder da, wenn es weitergeht mit Tabor. Bis gleich. Oh. Hängt ein lebloser Körper eines Mannes, der erst vor kurzer Zeit seinen letzten Atemzug unter Qualen getan hat. Mhm. Euch fällt ein bisschen auf, dass er so ähnlich aussieht wie die Kleidung von Rodwig und so gar nicht aussieht wie jemand, den ihr kennt. Und du erkennst deinen ehemaligen Lehrmeister, Bruder Xorkalash. Mhm. Um den Hals trägt er mit einer Kette ein Holzbrett, auf dem groß Zauberer steht. Mhm. Ich habe noch nie jemanden tot gesehen. Also, es ist schon gute Arbeit, wie er aufgehängt wurde. Man kann nichts dazu sagen. Also, Bruder Xorkalash hätte sich wahrscheinlich gewünscht, so gehängt zu werden. Wer? Wer? Was? Ach, das ist, wisst ihr noch, dass ich euch gesagt habe, wir müssten meinem Freund helfen? Ja, den helfen wir doch noch. Ich glaube, das ist eine ganz passable Idee. Ja. Passabel, hat er gesagt. Das ist fast gut. Also, ihr steht vor den Toren der Stadt mittlerweile, ja. Schaut euch diese Leiche an. Hm? Wie immer wieder rasen Kutschen an euch vorbei und in der Stadt erahnt ihr auch geschäftiges Treiben, aber hier seid ihr erstmal allein vor den Toren. Ich wirke meinen Zauber Tote befragen. Mhm. Der geht ungefähr so. Man darf doch nicht außerhalb der Akademie zaubern. Also er macht Gesten, er wisst nicht, was er zaubert, aber euch ist klar, er zaubert. Man darf nicht zaubern einfach so. Das ist vielleicht doch nicht der beste Ort. Hier, so. Wir sind doch mitten auf der Straße. Ach so, ich muss gar nicht bei dem rein. Also, du hast Pergament und solche Sachen bei dir dabei. Ja. Ne? Da schreibst du eine Frage drauf. Mhm. Und hast du irgendwas... Das ist doch... Du brauchst irgendeinen Gegenstand von ihm. Also er... Moment, bitte. Also er werkelt eifrig rum, holt Sachen aus seiner Robe heraus, ein Blatt Pergament, schreibt da etwas drauf, werkelt auf jeden Fall rum. Ein Vorgang, den er anscheinend schon einige Male gemacht hat und ihr könnt damit nichts anfangen. Was machst du? Es sieht aus wie Magie, aber es ergibt keinen Sinn. Was machst denn du? Das habe ich noch nie in einem Kurs gesehen. Sag mal. Moment. Könntest du mir ganz kurz von der Leiche vielleicht einen großen Zeh bringen oder so? Ew. Ja, oder einen kleinen, ist mir egal. Zeh? Es kann auch der ganze Fuß sein, wenn du den einfach abkriegst. Ich krieg das nicht ab. Bitte, kannst du mal ganz kurz, ich muss ganz kurz das vorbereiten. Ein kleines Stück. Wie? Ich hab nicht mein Messer, wenn ich das wollen würde. Wie, aber wie schneidet ihr denn sonst eure Leichen kaputt? Gar nicht, weil wir keine Leichen haben. Ich nehme Abstand. So, Samson, Abstand. Ja, Herren. Vielleicht, wenn Samson könnte, der mir vielleicht einmal ein Stück abreißen? Versuch's doch. Samson, würdest du mir ein Stück abreißen? Der ist klug. Der macht nicht solche Schweinereien. Das ist doch keine Schweinerei. Der braucht doch seinen Fuß nicht mehr. Na, das stimmt ja. Oder? Das stimmt. Willst du mir kurz Nein, nur einen kleinen Zeh. Einen kleinen Zeh. Na gut. Ich mach's ja selber. Dauert dann nur ein bisschen länger. Gut. Was ist denn das für einer? Was machst du denn jetzt da? Ich geh kurz zu dem Erhängten hin. Ist der so? Komm ich ran?
Ja, auf jeden Fall. Also ja. An die Füße auf jeden Fall. Schnipp. Ja, er schneidet ihm Fuß ab. Oder ein Zeh? Ein Zeh. Erstmal ein Zeh. Das ist super eklig. Das ist auch, glaube ich, okay. Ist das gesetzlich in Ordnung? Ja, ja, das ist völlig okay. Ja? Das machen alle so. Ach so. Ich habe das noch nie gesehen. Das wundert mich. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Ich wickel den Zeh ein. Willst du den verschicken? Und verbrenne es. So. Das ist jetzt nicht mehr das hier, ist wieder das Radiergummi. So. Welche Illusion. Gut. Dann ach so, ich muss den Zauber bitte. Ich muss noch? Ja würfeln. Genau. Na, das ist ja was. Illegales? Verbotenes? Ja. Ketzerisches? Aber ist, spannend war es schon. Ist das jetzt ein Zeh verbrannt, Fuchstroll. Das ist nicht spannend, das ist eklig. Ja, ja klar. Ewig. Okay. Eklig spannend, spannend. Und eklig. So. Wisst ihr was? Was? Vieles. Wir brauchen eine Kutsche. Ja. Ist der Samson nicht gut genug? Der Samson ist der Beste. Ja. Aber wir könnten ihn hinten in die Kutsche hineinpacken. Ja. Samson? Hm. Also so wie ich das verstanden habe, wollt ihr gar nicht, dass man den so sieht. Ja. Ja. Wir könnten ihn also in eine Kutsche packen. Ja. Ich hab 10 Tosch. Ich werf das Geld in die Mitte. Was habt ihr? Was ist das? Geld. Ah, das ist euer Geld. Habt ihr anderes Geld? Wo kommt ihr her? Ja, das können wir später nochmal besprechen. Ich hab 10 in die Mitte geworfen. Wie viel kostet eine Kutsche? Wie viel kosten denn Kutschen bei euch? Bei uns kriegt jeder eine, wenn er adelig ist. Man kriegt jeder? Jeder? Naja, also als Adliger muss man sich doch keine Kutsche kaufen. Die hat man doch. Fuchstreu? Meine Eltern haben Kutschen. Ja, okay. Also, ganz kurz. Du hast dein Zauberritual auf jeden Fall beendet. Ja. Also, er hat auf jeden Fall irgendetwas gewerkelt mit diesem Zeh, hat irgendwas verbrennt und dann beendet. Und es dauert einen Moment und ihr hört einen der Kutscher rufen: Wo kommt das ganze Zeugchen? Ah, das geht alles nach Tabor direkt. Baumaterial aus dem Sohl. Tabor, da wohnen wir. Ja. Was? Da wollen die auch hin. Und Moment mal. Das. Die können wir fragen, ob sie uns mitnehmen. Das ist ja eine richtig gute Idee. Ja. Deswegen bin ich der Anführer hier. Sehr, sehr gut. Ja. Dann frag sie doch mal. So, ich gehe hin und frag. Okay. Also, du gehst zu zwei Kutschern, die nebeneinander angehalten haben und sich unterhalten. Hallo, werte Herren. Mein Name ist Fuchstreu von Altengrund. Ich bin der Anführer dieser Gruppe und ich wollte wissen, ob Sie uns mit nach Tabor nehmen können. Ja, guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ja, prinzipiell schon, das kostet. Wie viel? Naja, 50 pro Person. 50? Ich werde das kurz besprechen. Wie lange sind Sie noch da? Ach, nicht mehr lange. Beeil dich, Junge. Ja, ich renne zurück. 50 pro Person kostet das. Ich hab nicht so viel, Fuchstreu. Wie viel Geld haben Sie dabei? Wie viel Geld habe ich dabei? Kein Geld. Habe ich Gold dabei und Edelsteine? Das musst du selber entscheiden, aber es ist sowas wie Geld. Ich habe sehr viel Gold und Edelsteine dabei. Aber sowas wie Geld, würde ich sagen, gibt's bei euch nicht. Gut, sehe ich auch so. Ja, gut. Ich habe 89 Tosch. Also für uns beide reicht's. Und was ist mit unserem Freund? Freund ist jetzt ein großes Wort. Ihn meine ich, ne? Ja. Ich hab, ich hätte nichts gegen eine nette Kutschfahrt, aber auf der anderen Seite. Sag mal, ich kann euch hören, das wisst ihr, ja? So, wie schaut's denn aus, Junge? Wir fahren jetzt los. Ja, wir haben nur 90. 100 haben wir. 90 für wie viele? 99 Tosch für 3 Personen. Und ein Stück Stein? Und ein Stein. Ja, gut, steigt auf. Ja! Sehr gut. Danke, guter Mann. Ihr werdet das nicht bereuen. Hoffe ich. Aber wir steigen auf und ich setze mich direkt neben den Fahrer. Wo sitzen wir denn da? Genau, das wäre jetzt meine Frage. Es ist eine recht lange Kutsche, die 8 Pferde vor sich hergespannt hat. Und die Kutsche ist wirklich ein beeindruckendes Machwerk der Baukunst. Es ist eine sehr stabile Kutsche, 6 Räder, mehrfach gefedert und voller Granitblöcke. Mhm. Ich würde mich direkt neben den Fahrer setzen. Also du kannst dich gerne neben den Kutschbock, auf den Kutschbock setzen. Er macht dir nicht wirklich Platz. Du hast es da sehr eng. Aber ihr könnt da unterkommen. Also es ist
steinhart, wie ihr da sitzt, aber es ist, ihr könnt euch auf jeden Fall links und rechts festhalten. Erkenne ich den Pfarrer irgendwie schon mal gesehen, so grob? Nein. Sobald ihr auch da drauf seid, was ist was mit Samson? Samson würde ich versuchen, ja, drauf zu laden. Also so tun, als würde ich ihn ziehen. Samson, jetzt tu so, als würdest du dich von mir ziehen lassen. Dann würde ich ihn so ziehen und er soll nicht mehr reden. Ja, Herrin. Und dann ziehe ich ihn so und dann meinen steinigen Freund, der unter Tuch ist. Und dann würde ich versuchen, ihn so, Fuchstreu, hilf mir doch mal unseren... Ich sitze hier schon vorne. Könntest du mir kurz helfen, werte Anführer? Nee, wir müssen... Ich helfe Ihnen gerne, gnädige Frau. Das freut mich. Oh, jetzt, ja, also... Toll. Toll. Mhm. Ihr macht das sehr gut. Ja, danke. Samson, jetzt rein in den Wagen, nichts sagen. Ja. Ja, Herr. Darf ich noch kurz? Diese, wie, also ich, da sind Granitblöcke in dieser Kutsche? Ja, geladen als Ladung. Und das scheint ein Händler zu sein, der diese Ladung irgendwo hinfahren. Ist das wie so ein, also sind das viele Granitblöcke? Ja. Weil die sind ja schwer. Ja. Der Wagen geht dadurch nicht kaputt. Nein, also es ist ein großer Wagen. Ja. Es ist jetzt nicht bergehohe von Granit, aber es ist wirklich, also der komplette Boden ist mit einigen Schichten belegt. Sobald ihr aufgesattelt seid, peitscht er sofort seine Pferde los, die schwer anziehen müssen, aber relativ langsam in Bewegung kommen und ihr fahrt los durch diese Stadt. Diese Stadt, die sehr länglich aufgebaut ist, also ihr fahrt relativ lange durch die Stadt und ihr seht, diese Stadt besteht quasi nur aus Kutschern und Händlern. Links und rechts überall seht ihr, wie Pferde ausgewechselt werden von Kutschen und dann werden Kutschen repariert, eine Achse wird repariert, links und rechts und ihr fahrt da einmal durch. Ihr seht sogar, dass über die Straße zwei Brücken gebaut wurden. Ihr könnt also frei durchfahren, ihr müsst kein einziges Mal anhalten in dieser Stadt und ihr durchfahrt diese komplette Stadt und wenn ihr einmal in Gang seid, dann fahrt ihr und fahrt ihr und fahrt ihr und irgendwann verlasst ihr die Stadt wieder und ihr galoppiert dahin. Kutscher! Wie lange sind Sie schon Kutscher? Ja. Ich bin noch nicht so lange Anführer. Wie hieß diese Stadt, Kutscher? Das war Acosta. Wieso antworten Sie dem und mir nicht? Das ist mein Befehlston. Den bringe ich dir auch noch bei, mein junger adliger Freund. Okay. Ich bin der Anführer dieser Gruppe. Ihr habt ihm das Geld auch direkt gegeben, ne? Also. Ja, ich hab, ich hab null. Ihr habt jetzt beide alle noch auf null. Gucken wir so diese Stadt an und so, ich finde das ganz interessant, diese Architektur. Ich würde mir gerne den Stein eher angucken und frag mich, ist das, sieht das aus wie Granit für den Monka-Turm oder ist das, Könnte auf jeden Fall gut sein. Ist da noch was anderes drin in dieser Kutsche? Nein. Nichts, nur diese Steine? Ja. Kann ich die Steine hochheben? Du kannst es gerne versuchen. Ich lasse mir nichts anmerken und guck mal so, Steine. Dann würfel erst auf heimlich, dann auf Stärke. Heimlich. Habe ich 12. Also würfel ich mit 2W6. Richtig? Nein, dem W12. Dem W12. Oder damit. Ich habe keinen W12. Ich habe hab das besser wäre. Tu es. Ich habe einen W12. Ja, ja. Alles klar, euch fällt nichts auf und einmal Stärke bitte. Ach so, ja. Ich habe mit diesem Würfel bisher zweimal eine 1 gewürfelt. Dreimal eine 1. Gut, es ist ein Granitblock, den du einfach, du kriegst ihn keinen einzigen Zentimeter hoch. Mhm. Ja, ihr fahrt weiter. Es ist durchaus eine ruppige, schnelle Fahrt. Ihr müsst euch auch ein bisschen festhalten, weil der gibt alles. Der peitscht diese Pferde wirklich auf Höchstleistung. Jedes einzelne wird durchgepeitscht, damit er wirklich diese Strecke schnell fährt. Dieser Kutscher gefällt mir. Mir ist ein bisschen schlecht, ehrlich gesagt. Du kannst einfach raushängen lassen. Was? Den Kopf und dann. Ja. Mir wird ein bisschen schlecht. Wann sind wir denn da, Kutscher? Ah, heute Abend sollten wir ankommen, wenn es gut läuft. Wie viele Stunden sind das noch? Abend? Es ist jetzt früher Vormittag. Ei. Ach, du Scheiße. Dann leg dich doch ein wenig hin und erhol dich gut. Mir ist sehr schlecht. Du hast Reisetabletten, oder nicht? Willst du meinen Limonenbonbon? Vielleicht, ja. Mich erinnert das irgendwie an einen Traum. Ich nehme den Limonenbonbon und lutsche da ein bisschen drauf rum. Wisst ihr, was ich letzte Nacht geträumt habe, bevor ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber irgendwie. Was denn? Was hast du geträumt? Irgendwie habe ich habe von einer Kutsche geträumt. Wir sind auf einer Kutsche jetzt gerade. Ja. Psch. Ja. Wir sind auf einer Kutsche jetzt gerade. Ja, genau. Das ist total merkwürdig. Das ist das Gleiche, als hätte sich jemand von Sushi geträumt. Oder als könnte jemand in die Zukunft stehen. Und tatsächlich, irgendwie... Ach ja, ich auch. Sag eben. Und ich weiß, also... Ich Träume sagen oft die Zukunft voraus. Wirklich? Ja. Stimmt das? Ja. Ach so, dieser Traum sagte mir,
Wir könnten hier was finden in diesem, in dieser Kutsche, was uns vielleicht helfen was könnte. Was finden? Ja. Was denn? Hast du das nicht geträumt? Das war irgendwas, was Kleines. Was finden oder was einstecken? Na, was man findet, kann man ja häufig. Naja, hilf mir doch mal jemand kurz, dieses Granit hier hochzuheben. Na, Samson kann das doch machen. Oh. Wir gehen jetzt nicht an den Granit von ich diesem armen Kutscher. Ich will doch gar nicht dran. Den Granit, ich will doch nur gucken, was da drunter ist. Meinst du, da ist was drunter? Nein, wenn, also man weiß ja nicht, also manchmal träumt man ja Sachen. Ja, genau, manchmal. Eine Überraschung? Ja, vielleicht ist es eine Überraschung für uns alle. Samson, heb kurz mal diesen Stein bitte an. Ja, Herrin. Also, als wäre es gar nichts, hebt er diesen Granit. Lom, hoch. Ich gucke mal. Nichts darunter. Samson, da ist nichts drunter. Der Traum hat sich geirrt. Manchmal sind Träume auch nur Schäume. Ja. Ja, ja. Jetzt aber mal, also, wer was, wer sind Sie oder wer bist du und was machst du? Naja, also mein Name ist Roderick von Gröbestieg. Hast du bereits gesagt, wir wissen Gottweg mittlerweile auch, dass du adelig bist, dass du gerne Zehen verbrennst. Warum hast du das gemacht? So am Rande? Den Zehen verbrannt? Mhm. Na, um mit den Toten zu sprechen. Du hast mit den Toten gesprochen? Ja, noch nicht. Die werden sich dann schon noch bei mir melden. Wie macht ihr das denn, wenn ihr mit den Toten sprechen wollt? Ja, so eine Art von Beten vielleicht. Beten? Ja, die Antwort. Das funktioniert doch nicht. Das lernt doch jedes Kind. Wo lernt denn dieses Kind? Naja, also in der ersten Klasse. Also hast du doch eine Akademie besucht. Ach so, ja, in der ersten Klasse bei meinem Lehrmeister. Also wenn man. Was, einen Lehrmeister gab? Einen eigenen? Ja, naja, also ich hätte jetzt eigentlich meine Weihe antreten sollen. Es ist eine längere Geschichte. Naja, wir haben ja noch bis zum Abend Zeit. Ja, wir haben noch bis zum Abend Zeit. Ich muss jedenfalls nach Tabor. Ich auch. Ja, aber ich mach mir langsam Sorgen, warum der C-Verbrenner nach Tabor will. Der kein Akademieabzeichen hat. Na, weil er jetzt unser neuer Freund ist. Ja, aber er ist ein illegaler Magier vielleicht. Was? Wieso denn illegal? Seit wann ist Magie denn? Weil du kein Abzeichen trägst und das ist Gesetz. Wo ist denn dein Abzeichen? Er muss eins tragen, das weißt du genau. Also, ich komme von einem weit entfernten Ort. Hast du es verloren, dein Abzeichen? Nein. Also hast du nie eins bekommen? Nein. Wieso? Wir brauchen sowas nicht. Wer, wir? Xosh an Sibarat, der sagt, wir brauchen sowas nicht. Wer? Hab ich noch nie gehört. Ja. Hab ich noch nie gehört? Noch nie gehört. Ja, was machst du denn in Tabor? Nur mit uns kommen einfach? Ja, ich muss da wahrscheinlich jemanden finden. Wen? Vielleicht kennen wir den. Oder kennt ihr die? Euch da gut aus? Ja, ja schon. Wir sind doch Schüler da. Guck das Abzeichen. Wir deswegen benehmen wir uns doch so ehrenvoll. Mhm. Wen suchst du denn? Ich hole kurz meinen Zell hervor. Ja. Weil mir der Name entfallen ist. Ja. Der über meinen Lehrmeisterabstammungsurkunde? Ja, genau. Mein Lehrmeisterabstammung. Ich suche den Name, der über meinem Ding stand. Also über dir ist Bruder Xorkalash. Ja, genau. Darüber stand eine offensichtlich völlig unwichtige Person. es ist Lixus auf jeden Fall. Ja, kennt ihr einen Lixus? Darüber steht dann noch Elinor Haras. Kennt ihr einen Lixus? Nein, Lixus sagt nichts. Kennt ihr einen Elinor Haras? Ja, da klingelt was bei mir. Also schon, muss ich sagen. Ja. Ja. Haras, also Elinor Haras, einer der Gründungsmitglieder von Tabor, ja. Dem ja. In Geschichte gelernt, nicht? Ja. Aber der ist da nicht mehr. Nee, aber. Der ist da schon ewig nicht mehr. Ja, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der ist da bestimmt seit, weiß ich nicht, 50 Jahren. Wisst ihr denn, wo der begraben ist? Wie begraben? Also, man weiß nicht. Du auch einen Zeh einsammeln von ihm? Ew. Der hat doch jetzt keinen Zeh mehr. Knochen in dem Fall. Brennen die gut? Nein, das ist gar nicht der Punkt. Aber also, du willst. Was willst du von ihm wissen? Er ist berühmt. Ja. Ich werde euch das alles später erzählen. Stimmt das denn mit Tabor, was man sich erzählt? Was denn? Ihr kommt doch daher. Ja, was denn? Naja, dass sie jetzt kämpfen gegen die Inquisition? Also, davon nichts gehört. Wir waren eher gehört. So auf Reisen. Auf offizieller Mission unterwegs, ja. Tatsächlich. Hm.
Was, ja, finde ich ja gar nicht so schlecht. Bin ja auch kein großer Fan von den Jungs, ehrlich gesagt. Aber ich halte mich da raus. Ja, besser raushalten immer aus allen Gewaltkämpfen. Also, was hört man denn so? Da hat man nur Ärger. Naja, ich dachte, ihr könnt mir da mehr davon erzählen. Aber da wurde doch irgend so ein Gesetz beschlossen hier auf diesem großen, auf diesem... Dem 9. Transmagischen... Ja, ich war, aber was... Es ist gerade dieses Jahr. Ja, weiß ich. Ja, ja. Aber, was wurde denn da für ein Gesetz beschlossen? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber irgendwie... Was wurde denn da für ein Gesetz beschlossen? Weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung, dass die Akademie irgendwie noch fester an den Eiern gepackt wird, als sie eh schon wird. Was? Noch fester an den Eiern gepackt? Warst du lange bei Bombastus? Es ist wirklich unheimlich. Ja, aber finde ich gut, dass ihr euch da dagegen wehrt. Das finde ich auch gut. Ja, okay. Okay. Ich wusste nicht, dass ihr so rebellisch seid. Anscheinend gab es auch schon Kämpfe in Satsui. Tabora Magia gegen Inquisition, wäre ich gerne dabei gewesen. Ist ja viel los in der Stadt. Aber Kämpfe? Also... Was denn genau? Also, schlimme Kämpfe? Ist jemand auch gestorben oder sind das eher so Wettkämpfe wie wir... Nein, nein, anscheinend ging es da richtig rund in Satsui. Da wurde auch gezaubert, mitten am Hafen und alles. Also ich glaube, da war richtig was los. Das waren wir, glaube ich. Ich finde das ja gut. Aber mir egal. Und die Inquisition ist jetzt nicht mehr in Tabor im Moment? Oder was erzählt man sich so? Ich weiß es nicht, ich war da schon seit Wochen nicht mehr. Ja, nee, wir wissen leider auch. Aber wenn sie gegen die kämpfen, werden sie ja da wohl nicht mehr sein. Was wollt ihr denn eigentlich in Tabor? Nach Hause und unsere Mission abschließen. Wir haben eine Mission gemacht. Was ist denn eure Mission? Na, wir haben den Schuh besorgt. Den sollten wir holen. Ihr habt einen Schuh besorgt? Ja! Nein, sag es nicht so profan. Wir sind einer magischen Frequenz gefolgt über das offene Meer. Haben wir eigenständig gemacht und dann haben wir einen Schuh geborgen aus einer finsteren, bösen Höhle. Spürst du nicht die magische Energie in diesem Schuh? Sowas machen wir auch manchmal. Hä? Warum lacht er? Also ist da jetzt was dran? Gibt's jetzt Krieg oder was ist da los? Nee, also... Du, ich glaub der einen sagt so, die anderen so. Ich glaube nicht, dass es jetzt Krieg gibt. Also, wir werden das jetzt ja, nein, also der Paragraph wird bestimmt erst geprüft. Ist das Konvent denn schon zu Ende? Hat man das, also ist das schon alles, Ja, soweit ich weiß schon. Sei schon in Kraft getreten. Ich habe auch gehört, dass es an mehreren Akademien gekracht hat, aber... Oh. Wieso sind sie denn so schlau? Ja, man kriegt einiges mit, wenn man hier durch die Stadt fährt. Aber ich dachte, wenn ihr da von da kommt, woher kommt ihr eigentlich? Wir waren lange nicht mehr da. Ja, wir waren ja, wie gesagt, auf offizieller Mission. Wir kommen jetzt zurück und haben halt leider das... Einen Schuh dabei. Ja, wir haben einen wichtigen Schuh dabei. Ich glaube nicht. Einen magischen Schuh. Darf ich den mal sehen, diesen Schuh? Ja! Fuchstreu, das ist alles, was wir haben als Beweis, dass wir unsere Mission gemacht haben. Oh, das ist ja ein ganz erstaunlicher Schuh. Ja! Den habe ich mit Edding angemalt. Es ist bestimmt ein sehr wichtiger Schuh. Dann wollen wir den auch auf jeden Fall zurückbringen. Ja, den brauche ich. Der ist mir wichtig. Da komme ich auch gerne mit. Das möchte ich mir mal angucken. Ja. Also, ihr unterhaltet euch und es wird immer später und später und abends. Ihr haltet auch nochmal an, um die Pferde auszutauschen an so einer Zwischenhaltestelle und fahrt weiter, brettert über die Straßen entlang durch das feuchte, saftige Tal. Ihr seht rechts von euch Dschungel an euch vorbeiziehen. Ganz viele Kutschen euch entgegenkommen. Und irgendwann fahrt ihr tatsächlich auf eure wohlvertraute Heimatakademie Tabor. Zu Hause. Und ihr seht, dass an dem höchsten Turm, dem Ragala-Turm, auch das Wappen von Ragala hängt. Das ist immer dann der Fall, wenn sie anwesend ist. Sie scheint also zurückgekehrt zu sein. Singst du nicht mal die Tabor-Hymne? Nee, auswendig gar nicht, die nicht. Du weißt, wie? Nee, meine Stimme ist auch gar nicht so gut. Das ist also dieses Tabor hier, ja? Ist es nicht wunderschön? Also ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber... Ist doch noch im Aufbau. Also es wird alles noch gerade gebaut. Okay. Und auch schon einmal drin. Ich bin so froh, dass die Schulleiterin wieder da ist. Ja! Wie wollen wir ihr das denn sagen? Also... Na, sie wird den Schuh doch sehen. Ja, aber wir müssen ja... Also, was sagen wir denn, wo die anderen beiden sind? Na, wir gucken mal. Und was ist, wenn die wollen, dass wir die ausliefern? Lass mich das reden. Ja, aber... Ich will, ja, okay. Wir sollten uns aufteilen. Nein! Ist immer die schlechteste Idee. Das ist die dumme Idee. Also ihr fahrt jetzt erstmal mit dem Kutscher einfach weiter auf Tabor. Mhm. Der muss da was abliefern, der fährt da einfach hin. Das ist ja auch erstmal okay. Wollen wir da wirklich direkt rein? Na, wir wollen doch empfangen dann. Ja, okay. Die wollen uns richtig gut empfangen. Mit Trompeten und Pauken. Und der, wie erklären wir denen den Hafen? Da reden wir nachher. Wenn die fragen, dann fällt uns schon was ein. Okay. 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 Gut. Also,
Die Kutsche schlägt schon lang vor den Toren Tabors in die Bremsen, um langsam zum Stehen zu kommen. Und ein großes Tor wird geöffnet und ihr fahrt auf den Hof von Tabor, wo direkt einige Leute aus deiner Golem-Fakultät auf diese Kutsche zugehen und anfangen, den Ladegolem anzutreiben, die Granitblöcke zu verladen. Und ihr seht einige bekannte Gesichter tatsächlich. Eure Mitschüler, einige Lehrer seht ihr und ihr seid wieder in Tabor. Da sind wir wieder! Und wir verbeugen uns. Wir haben die Mission abgeschlossen. Hier ist der magische Schuh. Ist das Fuchstreu? Er ist es. Hortensia, ich dachte, die sind gestorben. Nein. Hortensia ist zurück. Juhu. Und Fuchstreu. Sie sind nicht tot. Bombastus ist tot. Nein, der ist nicht tot. Vielleicht, naja. Bombastus ist vielleicht tot. Der kommt später nach. Vielleicht. Aber wir haben den Schuh mitgebracht. Also einige Schüler scharen sich um euch. Okay. Rodrik hält sich ein bisschen zurück und betrachtet das Ganze fasziniert. Wir haben dir doch gesagt, wir sind Helden. Ja, tatsächlich. Den Schuh! Was habt ihr denn in Satsui gemacht? Na, wir haben... Wart ihr das? Wirklich? Na, da lass uns später noch mal drüber reden vielleicht. Das wo ist denn die Rektorin denn überhaupt? Also die Frau Ragala? Die ist wieder da. Wollen wir direkt berichten? Die Schülerin zeigt auf den größten der vier Türme, die Tabor im Großen ausmachen. Dann wollen wir direkt Bericht erstatten und dann auch abschließen? Ich würde gerne noch ganz kurz mit den Leuten hier sprechen. Von unseren Abenteuern. Willst du jubeln? Ich wurde noch nicht so oft angejubelt. Ja, gib mal die Hände, dann jubeln die alle. Die gucken uns voll alle an. Also, wo geht ihr hin? Wir heben einmal kurz die Hände und winken. Ja! Jetzt müssen wir leider zur Direktorin und ihr Bericht erstatten. Gut, ihr steigt von der Kutsche ab. Die Mitschüler klopfen euch auf jeden Fall auf den Schultern. Okay, es interessiert nicht alle, viele arbeiten auch einfach weiter, aber einige haben sich um euch geschart. Ihr lauft auf den Turm zu. Die beiden laufen auf jeden Fall auf dem Turm zu. Die Tore des Turms öffnen sich und in der Tür steht Inquisitorin Garupe und läuft auf euch zu. Läuft oder geht? Geht auf euch zu. Mit ihr weiterhin einige bewaffnete Wachen. Fuchsreue knicksen. Unter denen eine zweite Inquisitorin, die auf euch zu erläuft. Ah, da seid ihr also. Hätte nicht gedacht, dass ihr euch nochmal hierher traut. Warum? Verbeug mich erstmal. Hallo, wir sind wieder da. Hier ist der Schuh. Wir haben die Mission abgeschlossen. Hier ist der magische Schuh. Und wir möchten Hätte ich nicht gedacht, dass noch so viel Ehre und Verantwortungsgefühl in euch steckt, dass ihr euch eurer gerechten Strafe zeigt. Strafe? Warum Strafe? Bombastus und Istari. Hätte ich es mir anders denken können, sind wohl abgehauen. Na gut, haben wir zumindest noch zwei von euch, die ein bisschen Ehrgefühl haben und diese Akademie ehrenhaft vertreten können. Wir haben die Akademie ehrenhaft vertreten. Es ist eine große Tugend, seine Verantwortung anzunehmen und seine gerechte Strafe ebenso. Verhaften! Warum verhaften? Die Wachen gehen auf euch zu und packen. Warum verhaften? Wir rennen weg. Wir rennen weg? Oder? Ich renne hinterher. Ich bleib so lange stehen. Also, wenn ihr nicht sofort handelt, ihr werdet gepackt. Ich renne weg. Ich renne weg. Samson, folgen! Warum verhaften? Rufe ich noch auf den Weg zurück. Also, wirklich, ihr rennt weg? Wenn wir weg sind, die Inquisition, wir dürfen uns hier nicht widersetzen. Nee, ich kann nicht stehen bleiben. Ich muss stehen bleiben. Alles klar, du bleibst stehen, wirst gepackt. Sie wird gepackt. Du stehst neben ihr. Der Inquisition darf sich nicht widersetzen. Ich renn weg! 2-1, du rennst weg. Okay, würfel mal Gewandtheit. Ich glaube, ich bin noch auf der Kutsche, ne? 1. Ja. Ah, klar. Mit einem W12. Also, die Wache macht 2 Schritte und packt dich. Bleib mal hier, Junge! Okay. Ich schaue mir das Ganze an und hatte mir schon sowas gedacht. Schön, dass du deine Information geteilt hast. Nun gut, ich würde sagen, wir machen die Sache kurz. Schüler von Tabor, versammelt euch und hört das rechtschaffene Urteil, das ergeht. Gegenüber Fuchstreu von Altengrund und Hortensia Diana Bromberg. Diana. Ihr habt euch schuldig gemacht der Zauberei außerhalb der Akademiemauern. Ach, da. Einspruch, Inquisitorin der Gruppe? Ihr habt auch davor schon das Klassenziel nicht erreicht. Das ist nicht korrekt. Das ist nicht korrekt. Dann sprecht und rechtfertigt euch.
Ich habe das Klassenziel und meine Noten immer gut im Auge gehabt. Das war alles gar kein Problem. Und wurde von Erzmagus Antoni Daspen auf eine Sondermission mit zwei Delinquenten und Fuchstreu geschickt. Oh, und wie verlief diese Sondermission? Durchaus erfolgreich. Wir haben den Schuh, das Ding, das wir holen sollten, geborgen und haben es auch wieder zurückgebracht. Das Problem ist, also es gab kein Problem in dem Hinsicht. Also, wir waren echt artig und haben uns an die Regeln gehalten. Ja. Tragen unsere Abzeichen, haben uns jederzeit sofort zu erkennen gegeben und haben immer kompetent, loyal, ehrlich gehandelt, wie es die Sitte in unserer Schule ist. Ihr seid doch bestimmt darüber im Klaren, dass mittlerweile Paragraph 466, Paragraph 7, Absatz C geändert wurde. Geändert wann? Mit dem vor einigen Tagen beschlossenen transmagischen Konvent tritt in Kraft, dass nunmehr nur noch die beste Hälfte des Abschlussjahrgangs in der Lage ist, die Abschlussprüfung zu leisten. Ihr fallt nicht unter diese. Was? Damit ist euch das Recht, die Prüfung anzutreten, entsagt. Aber wir haben doch den Schuh geborgen. Das Gesetz ist in Kraft getreten. Von aber alten Grund. Danach. Und vor allem Sie sollten wissen, wie wichtig es ist, sich an Gesetze zu halten. Das stimmt sehr. Und den rechtmäßigen Kodex, auf den das Reich gebaut wurde, das stimmt, zu wahren. Sehr wichtig. Ich hab's ja die ganze Zeit gesagt. Damit ergeht das rechtmäßige Urteil der Ausbrennung der magischen Kräfte. Ihr seht, Einspruch! Ich möchte mit wie einige Apparaturen herangetragen werden. Ach, das wird sofort gemacht. Einspruch! Eine Streckbank Tagala wird herangetragen. Einspruch. Zudem eine Kiste, Einspruch, in der einige Materialien verlangen sind. Alle Schüler sind mucksmäuschenstill. Kann ich mal ganz kurz einmal einschätzen, wie ist meine Einschätzung? Kann ich hier vergessen zaubern? Ist Quatsch, ne? Du wirst festgehalten. Oh, ja. Du wirst festgehalten. Das wollte ich wissen. Um euch wird eine Streckbank aufgebaut. Und ihr schaut euch panisch um und ihr schaut nach Rückweg! Nach Paragraph A466, Paragraph 5 hat die Akademie Hoheitsmacht über das Akademiegelände. Versuchen Sie mich jetzt hier in Rechtskunde zu belehren. Ich habe von der Besten gelernt, Frau Garuppe. Dann sollten Sie es besser wissen. Laut Akademierecht besteht immer die Möglichkeit, Schülern den Zugang zur Prüfung zu entsagen. Nach vorheriger Prüfung, Ma'am? Diese Prüfung wurde detailliert und ausführlich begangen, als ihr in Satsui den Hafen beschädigt und den Ruf dieser Akademie in den Dreck gezogen habt. Das habe ich tatsächlich, ich habe nichts da gemacht. Wir haben da nichts gemacht. Ich bin lediglich auf einen Wal gehüpft, Ma'am. Ich auch. Ihr schaut euch um nach irgendwas, das euch noch helfen könnte. Wo sind die Beweise? Ihr schaut auf den Turm, auf das Wappen von eurer Direktorin, Kaya Ragala, und ihr seht, wie über den Akademiehof ein Vogel fliegt. Ihr seht, ein Vogel fliegt zielstrebig über den Akademiehof und in das Fenster der Direktorin. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung, wenn es weitergeht mit Tabot. Es ist wahnsinnig spannend. Ivy. Ja. Du fliegst zielstrebig auf die Akademie zu, fliegst über den Akademiehof und siehst unter dir zwei deiner ehemaligen Gefährten, die sie gepackt sind von Wachen der Inquisition, zwei Inquisitoren, von denen du eine schon mal gesehen hast in deinem Leben. Vater. Und die gerade im Begriff sind, den beiden das Ausbrennungsritual zuzuführen. Es wird eine Streckbank herbeigerufen, einige Kisten herangetragen und du fliegst zielstrebig zu dem Schreibtisch, zu dem Arbeitszimmer der Rektorin. Ja. Und landest dort im Fenster, das offen steht. Und du siehst Kaya Ragala mit gesenktem Haupt an ihrem Schreibtisch stehen, mit sich kämpfend. Okay, also erstmal muss ich sagen, ich bin der schäbigste Habicht, den die Welt je gesehen hat. Also die ganzen Federn sind irgendwie durcheinander, ist super dreckig. Und ich hüpfe auf die Rektorin zu. Und ich habe was im Schnabel. Mhm. Ja, also sie schaut dich kurz an und schaut dann nicht weiter auf dich. Ich
laufe noch mehr zu ihr und pick so bei ihrem Fuß und schmeiß den, das, was ich im Schnabel habe, schmeiß ich ihr vor die Füße. Ivy, bist du's? Sie nimmt den Zettel. Was? Ich hab dafür jetzt keine Zeit, es ist... Ich beiß ihr ins Bein. Sie liest es durch. Das kann ich nicht machen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich kann es nicht. Muss ich mich jetzt zurückverwandeln? Oder kann sie mich verstehen? Was ist denn... Nein, du sprichst als Habicht. Beißt sie wieder ins Bein? Ja, nein, das... Sie ist wirklich emotional aufgeladen und... Es geht nicht. Es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Ich kann nicht. Es geht nicht. Ich muss mich zurückverwandeln. Ja. Verwandeln mich zurück. Ja, sie schaut dich nur kurz an. Ivy, du verstehst nicht. Auf dem Konvent, es wurde beschlossen. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Mir sind die Hände gebunden. Was steht denn in dem Zettel? Anscheinend eine Rebellengruppe, die sich gegen die Inquisition auflehnt. Aber Ivy, es sind zu viele. Was soll ich denn machen? Krieg führen gegen das ganze Reich? Wir alleine? Tja, ich komme gerade aus dem Gefängnis raus. Ich bin fast gestorben. Und da draußen sollen jetzt Leute ausgebrannt werden. Ich weiß, was da passiert. Dann müssen wir das jetzt sofort verhindern. Meine Mutter hat ihr Leben lang dafür gekämpft, dass wir hier frei lernen und forschen können. Ja, natürlich mit der Inquisition, aber das gehört dazu. Was soll ich denn machen? Nach 50 Jahren Frieden die Akademie wieder in den Krieg werfen oder was? Ja, Rona Ragala hätte das niemals zugelassen, was da jetzt gerade passiert. Wir wurden mega verarscht, wir mussten irgendwie auf so eine Insel. Leute sind gestorben. Meine. Erzähl mir nicht, was meine Mutter machen würde. Sie hat für den Frieden gekämpft. Und sie wusste, dass man Kompromisse eingehen muss. Was soll ich denn tun? Sag's mir. Was soll ich tun? Es ist das Gesetz. Ja, manchmal muss man eben auch gegen das Gesetz gehen. Vor allem, wenn das, was da draußen passiert, gerade nicht richtig ist einfach. Ich hab mit der Typ da, der mich aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Martino. Der war von diesem Krakenbund. Und die brauchen dich. Und dann können wir das schaffen. Wir können das komplett alles aushebeln. Das ist alles nur noch Scheiße hier. Was ist das für jemand? Was meinst du, er kann uns helfen? Ja, er hat... Ich glaube, die haben da so eine ganze Gruppe, da haben sich auch welche angeschlossen von uns, die ich kennengelernt habe. Die haben ein komplettes Rebellenlager im Norden und er meinte, wenn Tabor sich auch gegen das Reich wendet, dann können wir das schaffen. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Mutter, bitte. Ich kann nicht alles zerstören, wofür sie gekämpft und gestorben ist. Ja, aber das wollte sie nicht, was wir gerade haben. Du hast recht. Das hätte sie sich nicht gefallen lassen. Ja! Sie steht auf, reißt die Tür auf und stürmt die Treppe runter. Wo ist mein Zimmer in diesem ganzen... In einem anderen Turm, wo ganz weit anders. Dann renne ich hinterher. Alles klar. Also, ihr werdet gepackt. Inquisitorin Garupe geht auf euch zu und eine zweite Inquisitorin... Na dann! Wer lässt den Fortschritt? Rotwig. Das Urteil ist gesprochen. Rotwig! Ich weiß nicht so recht, was ich hier tun soll. Plötzlich schlagen die Türen auf von dem Turm eurer Akademieleiterin und Kaya Ragala höchstpersönlich stürmt euch entgegen mit wehenden Haaren und wehender Robe und hinter ihr Ivy Istari. Und mit gebrochenen Armen, also sehr schlecht zugerichtet. Ivy! Oh nee, die... Komm. Was ist
ist mit dir denn passiert? Oh, scheiße. Frau Schulleiterin? Bitte. Ivy, hallo! Hier! Das endet hier sofort! Und die Inquisitorinnen schauen sich um. Das ist nicht ihre Befugnis. Über die Rechtsprechung entscheiden wir. Macht sie los. Sofort. Beuge mich im Urteil der Schulleiterin. Und die drei Frauen bäumen sich voreinander auf. Ihr verlasst meine Akademie und kommt nie wieder. Wir? An die Inquisitoren gesprochen. Das könnt ihr nicht tun, Ragala. Das steht euch nicht zu. Das ist das Gesetz. Ihr steht nicht über dem Gesetz. Das Urteil wurde gesprochen. Seid klug. Seid klug. Und Kaya Ragala hebt ihre Hand gegen Inquisitorin Garupe. Aus ihrer Hand schießt ein greller Feuerstrahl, der einmal durch die Brust der Inquisitorin reißt, ein riesiges Loch in ihr hinterlässt. Sie sackt auf die Knie und fällt tot zu Boden. Ihr verlasst meine Akademie und kommt nie wieder. Und die Gardisten schauen sich um, lassen euch sofort los, lassen die Kiste fallen. Ja. Die andere Inquisitorin weicht Schritte zurück. Und die Inquisitorin schaut euch unglaublich an. Ihr wisst, was das heißt. Krieg. Das heißt Krieg. Wir werden uns wiedersehen. Sie dreht sich um. Mitkommen. Und die Gardisten reihen sich hinter ihr ein. Die Inquisitorin verlässt das Akademiegelände. Mit ihr die anderen Gardisten. Sie nehmen die Überreste von Inquisitorin Garupe, die gerade noch vor euch stand und nur noch ein Häufchen Asche vor euch ist. Verschmortes Fleisch, verschmorte, verschmolzene Rüstung wird aufgesammelt. Und sie geht von der Akademie. Kaya steht noch zitternd vor euch. Und plötzlich bricht alles in Jubel aus. Ja! Verschwindet! Fickt euch! Verschwindet! Alle Schüler tubeln. Ja! Haut ab! Wir sind zurück! Haut ab, ihr Schweine! Samson zeigt den mittleren Finger. Samson hebt den mittleren Finger. Ja, Herrin! Und alles jubelt. Einige Lehrer sind mittlerweile auf den Hof gelaufen. Ich schauen sich mich unsicher an. Dein Fakultätsleiter schaut sich besorgt um und dann. Fahrt zur Hölle! Und Jubel und Sorge kreuzt sich auf diesem Akademiehof. Und ihr seid frei. Ich verbeuge mich vor Ragala. Sehr tief. Gottfried ist sehr fasziniert von diesen Sachen, die sich in den letzten 5 Minuten, 10 Minuten. Ragala atmet tief durch. Alle Magister mir nach. Dreht sich um und. Sind wir gemeint? Magister, also eure Lehrer. Nein. Richten sich und geben noch eine Faust nach hinten. Aber ich bin langsam bereit für eine Lehrstelle. Und ihr werdet auf dem Hof zurückgelassen. Es gibt keine offizielle Schule mehr. Ivy in eurer Mitte. Ihr seht euch wieder nach langer Zeit. Ivy! Scheiße, ey. Was zur Hölle? Hallo! Ja, was zur Hölle, kann ich euch fragen. Wo warst du denn so lang? Hast du dir doch überlegt, doch mit uns zu kommen? Oh Gott, ey, ich dachte, ich wäre euch los. Aber jetzt hast du uns wieder. Ja. Wo ist die wandelnde Zündschnur auf 2 Beinen? Nun. Was? Wir hatten ja eigentlich geplant, auf der Insel unser Imperium aufzuziehen. Das lief gut für einen Abend. Na, ich hab's gesagt. Vielleicht ehrlich. Ja, also. Aber erzähl nochmal weiter. Wo ist Bombastus? Kommt der hier gleich auch um die Ecke? Naja, also den nächsten Tag kamen dann schon die Schiffe von der Inquisition. Die haben Soldaten geschickt und ja, wir haben versucht zu kämpfen und das irgendwie hinzukriegen, aber ja, es waren einfach viel zu viele und irgendwie wurden wir da auseinandergerissen. Es war ja noch Kobian dabei und Emmy und Ibolia von der Mirapola-Universität. Und irgendwie,
Aber ich glaube, sie haben auch meine Tiere da erwischt auf der Insel. Und? Also erwischt, also haben die gefangen genommen, alle. Und wo sind, sollen wir die befreien? Wo? Wo ist Bombastus? Sie haben dann Ibolja, Bombastus und Michael waren dann irgendwie auf dem Schiff und dann haben sie uns direkt zurück nach Satsui gebracht und in den Kerker geworfen. Dann ist Bombastus noch im Kerker? Nee, da waren wir auch nur eine Nacht. Dann habt ihr euch befreit. Das ist doch gut. Naja, also auch nicht so ganz. Also es kam dann eben, es kam so ein Typ in der Nacht in den Kerker rein und ich weiß noch nicht, was die mit uns machen wollten am nächsten Tag. Ob wir irgendwie auch ausgebrannt werden sollten oder erhängt oder. Scheiße. Naja, also es kam dann so eine Gruppe von Leuten ins Gefängnis rein und hat da Leute rausgeholt und hat uns dann auch noch mitgenommen, irgendwie so eine Rebellengruppe. War das alles Magier? Ja, ich glaube schon. Die lehnen sich gegen das Reich auf. Und da war Bombastus natürlich sofort Feuer und Flamme. Und ja. Ist dann mit denen gegangen und ich weiß nicht, wo er ist. Ach, den treffen wir bestimmt bald wieder. Ja, keine Ahnung. Vielleicht. Sie hat, ja, oder ich war vielleicht halt die Einzige, die noch zu Ragala kommen konnte als Vogel. Sie haben mir eine Nachricht mitgegeben, dass wir uns gegen das Reich erheben sollten und zurückschlagen. Ich habe ihr die Nachricht überbracht und ja, wir haben auf dem Weg hierher tatsächlich auch schon von dem Kutscher gehört, dass sich scheinbar einige Magier gegen die Inquisition auflehnen und jetzt ja scheinbar auch Tabor. Ganz kurz, bei den Rebellen waren keine Magier dabei. Keine Magier? Das waren keine Magier. Also, aber jetzt sind wir wieder vereint. Naja. Ja, du hast das Ganze aus sicherer Distanz, bist ein bisschen untergegangen im Trubel. Mhm, aber hier wurde auf jeden Fall irgendwas, ist irgendwas passiert. Ich kam hier an, es war sehr viel Trubel, ich fand das sehr interessant und ich wundere mich nun, was passiert ist. Also von diesem Ritual des Ausbrennens habe ich schon mal munkeln gehört, aber ich habe es noch nie erlebt, muss ich dazu sagen. Also das habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich war relativ fasziniert. Also die drei anderen stehen auf jeden Fall eng zusammen, ja, und unterhalten sich, die scheinen sich zu kennen, diese drei Personen, und du stehst erstmal abseits. Da ich sonst niemanden kenne, außer diesem Golem, trete ich langsam auf sie zu. Na, also, hier war was los, was? Das wollte ich auch gerade sagen. Was war denn hier los? Auf dich zu kommt ein junger Mann, der ganz merkwürdig gekleidet ist. Merkwürdige Frisur, merkwürdige Kleidung, lange Robe, ganz merkwürdig. Hast du so, kannst du überhaupt nicht einschätzen. Wer bist du denn? Roderick. Verdammte Scheiße. Roderick von Gröbelstieg. Und wer seid ihr, junge Dame? Ivy Istari. Ich war hier auf der Schule. Alles scheiße. Wurde. Ah, mhm. Interessant. Und was ist? Sie hat den Schuh mitgeholt. Mhm. Ah, ach, den die Schuhnummer? Schuh. Sie waren auch bei der Schuhnummer mit dabei. Ja. Mm. Unser größtes Abenteuer bislang. Was, ihr kennt den oder was? Ja, das ist unser neuer Freund. Also, ich, ja, bekannter, flüchtig. Der, den haben wir auf dem Weg nach Tabor gefunden, mhm, im Wald, mhm, als er von irgendwelchen Arbeitern an die Inquisition ausgeliefert werden sollte. Und da haben wir, ja, eingegriffen. Die Dame hat mich netterweise mitgenommen. Sie ist eine sehr begabte Magierin. Eine sehr begabte. Schauen Sie sich mal diesen Prachtgolem da hinten an. Und was bin ich? Auch ein sehr begabter, ja, junger Mann. Die zwei sind äußerst begabt, ja, das habe ich festgestellt. Sehr begabte. Ja. Mhm. Aber du bist nicht von Tabor? Nein, nein, ich bin nicht von Tabor. Ich wollte mir das ja aber. Ich wollte hier auch mal hin. Hm? Und wir haben nicht zu viel versprochen. Also unsere Schule ist jetzt im Krieg. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist das, was du mir sagen magst. Ja, dass nicht nur unsere Schule, die ganzen Schulen gegen das Reich, so wie es sich nämlich auch gehört. Alle Schulen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich bald. Okay. Das ändert Dinge. Das ändert einiges. Also, dann habt ihr irgendwo einen Hund gesehen? Ganz kurz. Einen Hund? Einen kleinen Hund oder sowas? Oder einen Beutelteufel? Ein Krokodil? Krokodil haben wir gesehen. Nee, das ist nicht von mir. Nein. Nichts.
Ich würde mich, mal umgucken, ob ich irgendwo meinen Hund finde. Ja, also du schaust dich ein bisschen um. Um euch herum stehen auf jeden Fall einige Mitschüler, vor allem die jüngeren Jahrgänge, die euch anschauen und euch wirklich angöttern. Also, die euch angucken und sie gehen sofort zur Seite, wenn du an ihnen vorbei willst. Und sie schauen euch nach. Einige jubeln sich und freuen, andere sind sehr besorgt. Du gehst auf jeden Fall durch diese Menschenmenge durch und gehst zu den Stellen, wo ihr normalerweise seid. Und du findest tatsächlich deine gute alte Freundin Tessa, die gerade mit dem Hund unterwegs ist und mit dem Hund spielt. Tessa, hast du noch meine Beutelteufel? Ivy? Ja, ich bin tatsächlich. Und was macht der Hund, wenn er mich sieht? Der Hund guckt dich an. Guck mich nur an. Und kommt näher und schnüffelt kurz und freut sich dann tierisch dich zu sehen, wedelt mit dem Schwanz, springt an dir hoch, springt an dir hoch, bellt dich an, freut sich dich zu sehen. Klingt genau nach ihm. Er sieht richtig agil aus. Ja! Oh, der kleine Armin ist noch da. Ja. Hallo. Hallo. Wie schön, wie schön. Sie mag Tiere echt. Oh mein Gott. Mm. Oh, ich dachte, die hätten dann auch erwischt. Schön, dass du wieder da bist. Aber ehrlich gesagt, wir haben gar nicht so damit gerechnet, dass ihr wiederkommt, um ganz ehrlich zu sein. Aber was, warum? Wieso? Naja, ich dachte, sagt ihr, seid zu ihr gestorben oder habt gekämpft? Was? Es gab ganz merkwürdige Gerüchte um euch. Also gestorben sind wir nicht. Ich bin jetzt... Was hast du mit meinem Beutelteufel gemacht? Ich dachte, wenn du die nicht mehr brauchst, dann... Wir sollten ja jetzt trainieren mit dem Alligator und da haben wir sie ihm zu fressen gegeben. Was? Also es tut mir leid, ich dachte... Sofort eine. Okay. Das ist ja eine Wendung. Ja. Au! Entschuldigung, ich dachte, ich... Klatsch dir noch mal eine. Au! Ivy! Tut mir leid, also ich hab... Spinnst du eigentlich, wo ist Cleo überhaupt? Die hat mich verpfiffen wegen verschissenen Aalen unter meinem Bett. Ja, also wir dachten, weil du nicht mehr da bist, bin ich jetzt bei Cleo eingezogen. Als nächstes wollt ihr den Hund verfüttern oder was wäre der nächste Schritt gewesen? Ah, tut mir leid. Sie mag Tiere wirklich echt gern. Okay, ich drehe mich von ihr weg, gehe mit dem Hund sofort weg. Okay, ja, also sie steht ein bisschen, also sie hat gerade eine Mitschülerin zusammengeschlagen und die steht jetzt bedröppelt da und guckt dir nach. Nimm's nicht so schwer. Unglücklich. Sie ist bald wieder deine Freundin. Pff, das glaube ich nicht. Ein Herr schreitet über sie den gefährdet. Akademiehof, den ihr vielleicht noch gut kennt. Es ist euer guter Freund, Erzmagier Antobi Daspin, der sich in der Mitte des Hofs aufstellt und jemanden zu suchen scheint und euch sieht und... auf euch zugeht. Wirfst du ihm jetzt den Schuh an den Kopf? Hier ist er! Wenn ich jetzt wandern. Da sehen wir uns wieder. Hier ist der Schuh! Wir haben die Aufgabe erfüllt. Auch hier. Ja. Gib mal weiter, bitte. Ja, nur gib mal. Ja. Nicht schlecht. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Hat die... wenigstens was abgeworfen, diese... Ich nehme mal an, Wusste ich doch. Können wir den behalten? Ich möchte ist doch schon seit Jahrzehnten bekannt, dass... Ich möchte eine Taube rufen. Die Taborer Schüler fähiger sind als die von Myrapola. Ja, das war dann wäre das nun bewiesen. Ich möchte eine Taube rufen, die ihm ankackt. Ja, tu das. Mach Tierbefehl. Ich möchte noch kurz verlautbaren lassen, dass die Herren Akademieleiterin verkündet, dass ihr drei... zur Prüfung zugelassen sein. Ja, das waren wir auch vorher schon, aber er hat... Ich erinnere euch, dass die Prüfungen aufgrund eurer aktuellen Lage nicht verschoben werden können. Also ich würde euch vorschlagen, die Bibliothek hat offen. Viel Spaß beim Lernen. Hat das funktioniert? Nee, leider nicht. Und drei. Also, und mit wem habe ich hier die Ehre? Guten das Tag, mein Name ist. Ihr da jetzt so, oder was? Rodwig von Gröbelstiel. Das ist nicht mein Akzeptiergesicht. Schön, Sie kennenzulernen. Antobi Daspin. So, was werfen wir jetzt auf den? Freut mich, Sie kennenzulernen. Wieso werfen?
Also er hat uns doch mega abgezogen, damit der ganze, wir hätten sterben können alles. Jetzt wollt ihr euch in die Bibliothek setzen und dann ein bisschen... Ich setze mich jetzt nicht ins Bolo. Ich muss lernen. Wir haben eine sehr schöne Akademie hier. Das ist nicht meine Akademie, die Akademie gehört dem freien Geist der Forschung, der Lehre und der Disziplin. Könnt ihr noch so? Aber ich nenne es auch mal. Was kann man mit dem machen? Ein Klatschen? Sagen Sie, sagt Ihnen der Name... Ich hau den nicht. Ist ein Magister. Herzmagister. Elina Taras? Ja. Ja, natürlich. Das ist einer der Gründer der Akademie. Mhm. Und wo kommen Sie her? Nun, ich komme von etwas weiter weg. Ich komme vom Kult von Kthosh an Xiborat. Wurde hierher geschickt. Mhm. Und wer schickt Sie? Mein Lehrer. Und mit welchem Sinn? Ich muss meine Weihe durchführen und eine Aufgabe erfüllen. Nun, Sie scheinen ein faszinierender junger Mann zu sein. Dankeschön. Die Tore der Akademien stehen Besuchern aller Traditionen natürlich offen. Und mit der aktuellen Lage, denke ich, dürften Sie Ihre Forschungen hier ohne weitere Störungen fortführen dürfen. Das freut mich. Vielen Dank. Vielleicht könnten wir uns heute Abend noch ein wenig unterhalten. Sie sehr scheinen gerne. Sehr gerne. Ein interessanter junger Mann zu sein. Sehr gerne. Dazu bin ich sehr gerne bereit. Nun dann, die Damen und Herren. Erzmagister Antrop. Erzmagister. Hi. Hallo, guten Tag. Ich wollte nur noch mal nachhaken, ob Sie sich bewusst sind, dass die Aufgabe, auf die Sie uns geschickt haben, geradezu lebensgefährlich war und vielleicht nicht mit der besten Besetzung durchgeführt war. Ah, ja. Hä? Nun, wissen Sie, wie misst man die Qualität eines Lehrkörpers? Vielleicht mit einer regelmäßigen Prüfung durch Dritte? Hm. Manche würden sagen, dass ein Lehrkörper, eine Schülerschaft, so gut ist wie ihr bester Schüler. Das bin ich. Na, dann hätte ich Gelbi geschickt. Nicht euch. Ich denke da anders. Ich denke, der wahre Sinn einer Schülerschaft liegt darin, die schwächsten Schüler zu prüfen. Denn wenn die schlechtesten Schüler immer noch gut sind, was sagt das über die Gesamtmenge aus? Allein für die Redeweise gehört er schon schlecht. Er gefällt mir nun sehr gut, dieser Magister. Ihr habt offensichtlich sehr weise Lehrer. Ja, das stimmt. Die Besten im ganzen Land. Das stimmt. Mit der Erlangung des Schuhs wäre nochmal bewiesen, selbst die schlechtesten Schüler Tabors, unter denen ich mich hier befinde, sind immer noch in der Lage, wo sind die? Myrapola-Schüler zu schlagen. Ich bin mir sicher, der Akademieleiter von Myrapola wird das sehr gerne erfahren. Das wird ein Fest. Weil sind Leute gestorben. Sie sagen, dass dieser Sieg quasi auch Ihr Sieg ist. Ach, natürlich. Weil Sie und unsere Verantwortung, unsere Verantwortung. Sind Sie nicht stolz auf einen gelungenen Golem? Ebenso bin ich stolz auf einen gelungenen Schüler. Heißt das, Sie nehmen auch die Verantwortung für Satsui oder etwaige Dinge, die eventuell dort passieren? Nein, dafür würdet ihr finanziell aufkommen müssen, jeder einzelne von euch. Der Aal, den ich euch überlassen habe? Frau Tiermagierin? Den hast du. Ja. Na, das ist nicht unsere Schuld. Naja, die Insel, habe ich gehört, wurde von der Inquisition gestürmt und dann hat die Inquisition quasi das Verschwinden des Aals zu verantworten. Kannst du schreiben? Aber die Inquisition will für den Aal büßen. Dann leg doch mal eine Liste an mit all den Dingen, für die deine Freunde hier finanziell noch aufkommen müssen. Ich? Was? Aber, Entschuldigung, ich normalerweise lasse dich. Ein magischer Aal. Magischer Aal. Das Glas, der war doch in einem Glas. Tosch. Das stimmt, das Glas. Der war in einem Glas drin. Wie viel? Ein Glas. Ja. Sieht gleich aus. Ein Glas? 120 Tosch. Was für ein Glas? Okay. Mhm. Die Demolierung eines gesamten Kais am Hafen von Satsui. Oh, das kann teuer sein. Können wir das irgendwie? Die Beschädigung eines Handelsschiffs, die damit verzögerte Lieferung von mehreren Tonnen Eisen. Kann man das durch 4 teilen? Und in Raten abzahlen? Durch 2? Das, nun ja, überschlagen. Bürst wir sich auf ungefähr 250.000 Tosch belaufen. Ansonsten habe ich was vergessen, erinnert mich. Ihr bleibt doch jetzt nicht hier. Haben Sie mit Frau Ragala mal darüber gesprochen, über ihre Art der praxisnahen Unterrichtungsart? Ich denke, sie wird zufrieden sein mit dem Ausgang dieses kleinen Spiels. Dann einmal addieren, bitte. Wir kommen hier auf 252.620
Posch. Weiß Ragala davon? Teilen wir das durch drei oder vier? Also an sich, also von Nutzen und was war eigentlich durch vier? Eigentlich durch zwei, um ehrlich zu sein. Wir haben nichts gemacht? Nee, wir haben halt nichts gemacht. Glaub euch, Hacks. Als ob ihr weiter studiert, was ist das für ein Penner auch? Dividieren durch drei. Ja. Mhm. Aber können wir das in Raten abzahlen? Weil wenn meine Eltern das erfahren, ich glaube, aufgrund eures Erfolgs bei dieser Aufgabe. Der Schuh? Bin ich durchaus bereit, hier auf die Zinsen weiß Ragala davon? Zu verzichten. Und Ragala, glaub mir, mein Junge. Hat momentan andere Sorgen. Mein Junge. Mein Junge bin ich jetzt schon. Unabhängig davon, dass ich natürlich über den Rufschaden der Akademie Tabor erzürnt bin. Wir sind jetzt im Krieg, Obermagister, das ist, glaube ich, jetzt... Ist es durchaus schön, euch wieder zurückzuholen. Ich habe mich auch ein bisschen gefreut. Wir werden jeden einzelnen von euch brauchen. Ja. Ich persönlich sehe die Zukunft düster. Aber unsere Akademieleiterin hatte schon oft recht. Und gerade in ihren emotionalsten Momenten trifft sie die richtigen Entscheidungen. Gut, dann gehen wir jetzt lernen. Was sind so ungefähr 85.000 pro Person? Oder nicht, Frau Istar? 85.000 Schulden schreibe ich mir auf. Ja, das also würde ich nicht tun. Ich würde erstmal mit der Rechnung zu Frau Ragala gehen und das einfach nur nochmal verifizieren lassen. Seien Sie mir nicht böse, aber die war jetzt ja auch nicht da und in ihrer Abwesenheit, da kann man ja schon mal nachhaken. Ja, ich muss jetzt eigentlich gehen. Frau Istari? Ich gehe. Sie haben heute Geschichte geschrieben. Ich bin stolz auf Sie. Nee, so schnell. So schnell kommen. Aber ich gehe jetzt lernen in der Bibliothek. Ich komme sofort nach, aber Istari, können wir noch gleich mal, wenn die Magister durch sind, mit Frau Ragala sprechen und einmal kurz Revue passieren lassen, was gelaufen ist? Ich werde hier nicht mehr weiter studieren. Es geht weniger ums Studieren. Es geht eher um, dass andere Leute nicht mehr hier lernen. Mich würde diese Bibliothek auch interessieren. Na, da habe ich doch einen Freund. Kommt mit, mir nach. Ich als Anführer der mit Gruppe. Dem denn auch? Erinnerst du dich auf der Insel, als wir gegen den Vierarmigen seitdem ist? Nuschelt er jetzt nicht mehr, oder was? Ich bin der Anführer der Gruppe. Was er sagt. Ah. Hast du das vergessen? Ich gehe mal mit eurem Anführer. Okay, ja. Ich gehe auch hinterher. Ich bin auch einfach zu fertig für die ganzen Sachen, die hier gerade passieren. Kommt durch, ja. Na komm, dann gehen wir mal in die Bibliothek. Na gut. Die Prüfung wartet. Ja, dann ab ins Bolo. Also ihr fangt an zu lernen? Nein. Nein. dafür sind wir hier. Aber, aber er wollte doch auch gerne in die Bibliothek. Mich interessiert natürlich die Bibliothek, weil mich interessiert natürlich vor allem die Sektion über die dunklen Künste. Und mich interessiert, wie weit wir hier in diesem Teil der Welt da gekommen sind. Und da. Gut, also ihr geht in die Akademie. Und ihr wisst, die Akademie, ihr findet sie, wo ihr sie immer findet. Es ist ein sehr großer, geräumiger Raum in einem dem mittelgroßen Turm der fünf Türme von Tabor. Und was dir auffällt, ist, die Bibliothek ist komplett leer. Es ist eine riesige Bibliothek, 10 Meter hohe Regale, zweistöckig, aber komplett leer. Über ihrem Eingang steht, 1000 Leben sie zu füllen. Und letzten Endes findest du nur ein paar Bücher und einen Bibliothekar. Na, das ist ja was. Der von seinem Schreibtisch aufschaut. Wo sind denn... Da. Was ist denn da? Da haben sich die ganzen Streberschüler schon alle Bücher geschnappt, um die Prüfung zu bestehen. Ich war nicht da. Das ist eure Bibliothek? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Na, die war schon mal voller. Aber es stehen Prüfungen an. Psst. Es stehen Prüfungen an. Warum wollten wir in die Bibliothek? Ich wollte mal. Er wollte lernen. Ich wollte mal. Ich wollte dir mehr über ihn erzählen. Ich wollte. Sind Sie der. Dann gehen wir in die Bibliothek, wo man nicht reden darf. Sind Sie der Verantwortliche hier? Nicht der beste Plan. Ich bin der Bibliothekar, ja. Wo stehen denn jetzt hier Ihre Bücher über Blutmagie? Drittes Regal von rechts. Wo sind denn hier die Regale? Eins, zwei, drei. Ich sehe da tatsächlich Regale? Ja. Ach so, okay. Nicht so leer. Wo sind die Regale? Ja, ich dachte, wäre nichts. So. Also die Regale sind schon da, nur in den Regalen keine Bücher. Du gehst, Moment, und Ausweis. Rodwig von Gröbelstieg. Hier ein Bibliotheksausweis. Ich nehme meinen. Ah. Ausleihen oder lesen?
ausleihen. Wie lange? 3 bis 6 Wochen. Buchstreu von Alten. Ja. Unterschreiben. Na dann, bedienen Sie sich. Okay. Du gehst in das Regal und ja. Das Regal ist komplett leer. Aha. Und du siehst ein einziges Buch darin liegen, das schon ziemlich abgegriffen ist. Und da steht drin, unendliche Pforten, eine Einführung von Elinat Harras. Mensch, das Standardwerk ist aber schon ein bisschen überholt. Haben Sie nichts Neues? Haben Sie nichts Neueres? Das ist das einzige Werk des Autors. Das einzige Werk. Naja, der hat also noch ein paar. Na gut. Ich nehme das Buch, bin ein bisschen enttäuscht, aber stecke ich erstmal ein. Ich blätter es mal kurz auf, schaue rein, wer sich das in der Vergangenheit ausgeliehen hat. Fast alle Magister der Akademie. Ist es ein Standardwerk, das schon oft ausgeliehen wurde. So, was habt ihr vor? Na, ich würde natürlich auch gerne mal gucken, wie es bei mir zu Hause im Zimmer aussieht. Und warum sind wir dafür ins Bolo gegangen? Na, er wollte doch ein Buch ausleihen. Was hast du denn vor, Fuchstreu? Möchtest du jetzt? Ich bin zum ersten Mal wieder zu Hause. Ich will doch mal meinen Raum sehen. Bombastus war mein Mitbewohner. Ah, da ist also ein Platz frei. Ja! Ihr wollt ja jetzt hier nicht einfach weiter studieren, als wäre nichts gewesen. Seid ihr bescheuert? Du kannst bei mir wohnen! Das freut mich. Wir machen uns das richtig schön. Das werden wir. Ja, klasse! Also ich bin doch normal. Ich versuch's wirklich, aber ich möchte natürlich gerne meinen Abschluss machen. Ich bin für diese Prüfung zugelassen, das finde ich erstmal ganz großartig. Auf der anderen Seite haben wir gerade den Krieg mit der Inquisition angefangen, weshalb die zwanghafte Notwendigkeit, meinen Abschluss zu machen, hinfällig ist, weil ich jetzt nicht mehr ausgebrannt werde, wenn ich ihn nicht habe, weil ich eh ausgebrannt werde, weil wir im Krieg sind. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Na, aber erstmal die Prüfung machen, oder? Hey, Bombastus hat alles richtig gemacht. Der ist einfach mit den Rebellen gegangen. Ich bin jetzt hier wieder bei euch. Na, was soll denn so ein Regengesicht? Naja, vielleicht sollten wir mit ihr mal zur Mediatorin gehen. Hast du was? Komm, wir gehen alle mal auf mein Zimmer. Ich weiß nicht, was ich mit euch noch soll. So, vielleicht zeigst du mir mal mein Zimmer, mein neues. Ja! Komm, wir gehen alle erstmal mit zu mir. Wir gucken mal. Hast du da Verbandszeug oder so? Ja! Ja, das würde ich vielleicht mal nehmen. Gut, also, ihr geht zu dem kleinsten Turm der Akademie, wo ihr wohnt. Da habt ihr alle eure Zimmer. Und ihr kommt dort an. Und steht einem jungen Mann entgegen, einem Habuliten. Mhm. Also einem Magier, dem die Kräfte ausgebrannt wurden, der so einen Zettel vor euch hat und sagt, schön, dass ihr da seid erstmal. Wir haben ein kleines Problem. Chloe wollte mit Tessa tauschen und wollte eigentlich ursprünglich in dein Zimmer dafür... Cleo. Carmina hat mit Cleo getauscht und Cleo wollte eigentlich mit Rosmina tauschen, die dann letztlich aber jetzt zusammen mit... Wie war's? Also, ich tauschen wollte kein Zimmer mehr mit mir, oder ich habe noch ein großes Zimmer frei. Na, dann nehmen wir das alle. Ja. Wo sind meine Sachen? Ja, die sind im Vorratsraum, schlimmer. Im Fundus. Ja, gut. Also, das ist, 3B. Ja, das ist ja noch viel besser. Ich will doch kein Zimmer haben. Das ist ja noch viel besser. Ich mag die Gastfreundschaft hier. Ich tapper da erstmal hin. Also, 3B heißt dritter Stock. Ja. Ihr geht also 2 Treppen hoch und findet 3B ein Zimmer mit 4 Betten vor. Ich nehme das Größte. Sie sind alle gleich groß. Sie sind alle gleich. Ja. Ich bleibe jetzt. Ich finde es super. Ich muss meine Sachen verbinden, weil ich blute hier wie bescheuert und ihr redet darüber, welches Bett kriegst. Welches willst du denn? Bist du denn fröhlicher? Ich will überhaupt kein Bett, ich will weg hier. Sind da Waschschalen für unsere Gesichter? Nee, im Zimmer direkt nicht, aber es gibt Waschräume in dem Turm, den kennt ihr auch gut. Er kennt den Turm. Ich will dein Blut von deinen Armen abmachen, weil ich nett bin. Also ihr geht in den Waschraum, da könnt ihr euch auch versorgen, soweit es geht. Und ja, sie sieht auf jeden Fall mitgenommen aus. Sie hat einiges durchgemacht. Ja, du darfst dir das Bett aussuchen. Ihr tretet in den Waschraum
Und ihr hört Schluchzen. Die sind alle im Waschraum? Du möchtest? Es ist gemischt. Okay. Ah! Ich höre Schluchzen. Ihr hört Schluchzen und in die Ecke gekauert eine Zweitklässlerin. Na, dann gehe ich doch mal hin. 12-jähriges Mädchen. Hey! Hey, was hast du? Ich wasch mir meine Arme ab. Ich helfe dir. Hey, was hast du? Mein Name ist Fuchstreu von Altengrund. Du kennst mich vielleicht als großer Anführer der wundervollen Gruppe, die es geschafft hat, den magischen Schuh zu holen. Ich rolle mit den Augen. Hinten dran. Abenteuer sind mein zweiter Vorname. Junges Mädchen, hier ist dein Taschentuch. Komm. Komm mal hoch. Ich hab Angst. Die anderen sagen, dass wir alle sterben werden. Das stimmt, wir werden alle sterben. Nein, nicht alle. Aber das ist doch völlig okay. Ja, wann denn? Irgendwann, wenn du schon ganz alt bist, 108. Ich bin doch gerade erst hierher gekommen. Die anderen sagen, dass die Inquisition kommt und uns alle umbringt. Das ist wahrscheinlich. Nein. Doch. Dass es uns genauso geht wie Buch und Kum. Auch alle umgebracht. Buch und Kum sind alle... Ja. Das ist jetzt ein Downer. Ich weiß noch nicht, wo ich hin soll. Na, du kannst bei uns schlafen erstmal. Ich bin nach Hause. Also, wir bleiben hier nicht, Fuchstreu. Wir können nicht bleiben. Wir gehen zu den Rebellen. Ja, lassen die Schule zurück, die uns all die Jahre lang aufgezogen hat. Nur weil uns der Erzmagus Antonius Baspin auf eine Quest geschickt hat, die schwierig war. Und schwierig. Dämlich. Ich sag's, wie ist es? Sie war dumm. Auch wenn du dich sehr freust, dass wir sie geschafft haben. Sie war dumm. Aber. Naja, schwierig. Wir haben das doch gut gemeistert. Auslegungssache. Aber ich. Tabor hat uns doch immer ein Zuhause gegeben und war also ganz, also und viele Magier haben hier ihren Weg gemacht und wir wohnen doch jetzt zusammen. Wie viele kennst du hier? Von hier, also ich kenne Trista und Mangolia, die waren in meinem Zimmer, die waren nicht sehr nett, aber die waren da. Und den mit der magischen Wand. Jorgi Patel. Jorgi! Ja, der war auch in... Weiß ja. Nicht, wenn hier jemand angreift und ihr seid so welche, die das verteidigen, da will ich hier auch nicht bleiben. Die Rebellen, die haben mich aus dem Gefängnis rausgeholt. Die waren schon richtig badass. Du hast also, doch den Meteor gesehen. Welchen? Na, mein. Hat sie nicht, sie waren Wahl. Hast du sie nicht gesehen als Wahl verkleidet? Verkleidet. Junges Mädchen, jetzt trockne dir erstmal deine Tränen ab. Ich bin mir relativ sicher... Sie wischt sich mit ihrer Uniform die Augen. Ja. Aber bleib mir denn da? Ja. Um uns zu beschützen. Klar. Oh nee, jetzt na klar, bleiben ich wir bleib da. Ich bleib auch da. Und hast du mal die Golems gesehen, die diese Frau bauen kann? Sie sind ganz erstaunt. Ja. Die sind richtig gut. Die sind so schwer. Ja, hat man sich nicht auch von den Meteoriten erzählt? Nein. Gar nicht? Das habe ich noch nie gehört. Auch nicht von meinen Vergessenszauber? Aber die da kann sich in Tiere verwandeln. Aber hast du von mir gar nichts gehört? Ich will auch auf die Tierfakultät. Und was? Du machst mir ein bisschen Angst. Nein. Und alles ist gut. Alles ist gut. Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen, sage ich zu meinen Kollegen. Hast du denn erfahren, dass wir getötet werden sollen? Ja, bevor ihr hier angekommen seid. Wie lange ist das denn her? Eine Stunde? Gestern. Gestern? Da kam die Inquisitorin aus Satsui. So lange kann ich dich aber nicht vergessen lassen. Und hat gesagt, dass doch. Jetzt ein neues Gesetz gilt und dass sich da alle dran halten müssen und Dann haben die gesagt, ja, dann gut, dann ist das jetzt so. Und aber Ragala war sauer, aber dann war das so. Und dann war auch alles wieder gut, weil wir haben gehört, dass sie in Buch und Kuhm haben da alle Lehrer getötet. Ja, das wäre ja schon mal nicht schlecht. Ist der Kuchen noch da? Ich weiß nicht, was die mit den Schülern machen. Hm.
Also das neue Gesetz ist doch ja einzig und allein dafür da, um die Anzahl der Magier halt zu halbieren, wenn nur noch die Hälfte zugelassen wird. Das heißt, sie wollen einfach... Was? Naja, die Inquisitorin Garupe, Gott, hab sie selig? Naja, nee. Aber die hat doch gesagt, dass sie nur noch die obere Hälfte der guten Schüler zulassen wollen. Und die andere Hälfte, ach, du warst nicht dabei. Sie hat uns eben den Prozess gemacht, das war nicht... Aber da hat sie halt gesagt, dass sie die eine Hälfte der Magier ausbrennen wollen. Und was? Scheinbar wollen sie halt die Magier im Schach halten, weil wir vielleicht zu viele werden und unsere Anzahl halbieren. Und wer soll ausgebrannt werden nochmal? Das ist doch alles hinfällig. Ja, aber darum ist, das war das, was Frau Ragala ja bewegt hat, dann uns zu helfen, weil sie das scheinbar nicht in Ordnung findet. Alles wird gut. Und wenn das bei allen Schülern, also der normalen Uni, wenn die ganzen anderen Akademien ja zustimmen, dann wird die Hälfte von deren Schülerschaft ausgebrannt. Und zu Hapoliten. Es scheint, es steht uns ein Krieg bevor. Ja, mit ist, sehr vielen Toten. Ja, durchaus. Nein, das stimmt nicht. Wer gewinnt. Nämlich wir. Und ja. Sie ist eine Tiermagierin. Sie sind Zweiklässlerin, das ist noch bevor man in die Fakultäten eingegliedert wird. Da darf man sich... Aber sie muss ja schon wissen, was sie so kann. Es gibt Tendenzen, aber man wird erst ab der 5. Klasse in die Fakultäten eingeordnet. Na gut, wenn ihr das sagt, dass ihr den Krieg gewinnt. Na klar! Kein Problem. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir haben noch alles geschafft als Gruppe von Freunden und Freundinnen. Na gut. Alles! Ich bin noch nicht so lange dabei, ich kann dazu nichts sagen. Das verstehe ich. Ich bin auch erst neu hier. Ja. Aber ich habe schon zwei Freunde. Echt? Ja. Den sage ich das. Das ist sehr gut. Sag ihnen, dass Fuchstreu von Altengrund sagt, wir schaffen das zusammen. Gut. Wir schaffen das zusammen? Wir schaffen das zusammen. Das ist das neue Motto. Und was ist mit Kompetenz, Loyalität, Vertrauenswürdigkeit und Intelligenz? Das ist auch gut noch. Okay. Na gut. Ihr kennt so viele tolle Wörter. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Also, sie verlässt den Waschraum, ihr macht euch sauber und fit und könnt, wenn ihr wollt, euer Zimmer beziehen. 3B. Na, das machen wir doch. Muss ich hier mein eigenes Bett beziehen? Wo ist die Marke? Ich mach das für dich. Vielen Dank. Vielen Dank, bitte fang direkt damit an. Mach ich. Ich bin ein bisschen müde und möchte mich ausruhen, ich hatte einen anstrengenden Tag. Ja, ich mach sein Bett zuerst. Ich muss irgendwie einen Bombastus bekommen. Ist nicht so schlecht. Ihr hört die Hofglocke läuten. Oh, die Hofglocke! Jetzt ist ab in die Mensa. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Das ist die Hofglocke. Was bedeutet sie? Was bedeutet die Hofglocke? Das bedeutet, dass irgendwas verkündet wird oder ihr euch auf jeden Fall versammeln sollt. Wahrscheinlich wird irgendwas verkündet. Wir sollten uns auf jeden Fall versammeln. Es ist faszinierend, wie das bei euch in dieser Akademie abläuft. Ich finde es ganz, ganz spannend. Sollten wir da vielleicht hingehen? Ich möchte es auf jeden Fall sehen. Mhm. Vielleicht wird wieder jemand ausgebrannt. Ja, vielleicht. Nein. Ich hoffe nicht wieder wir. Nein. Also, ihr geht die Treppe runter und auch einige andere Schüler strömen aus diesem Gebäude zu euch. Ihr merkt, ihr habt aber schon das Gefühl, dass die so ein bisschen Abstand von euch halten. Guten Abstand oder wie früher? 50-50. Manche gut, manche wie früher. Ihr kommt auf dem Hof zusammen, wo sich die ganze Schülerschaft von Tabor langsam versammelt und eine große Traube bildet, rund um Erzmagier Antubidaspin. Da ist er wieder. Ja, da ist er wieder. Freude? Sehr interessant. Was wird hier jetzt wohl passieren? Wir hören mal zu. Das ist eine ganz gute Idee. Antubidaspin spricht... Und obwohl er ruhig spricht, spricht er extrem laut. Mit ohrenbetäubender Lautstärke schallt sein Wort über den ganzen Hof. Nun, schön, dass ihr da seid, liebe Schüler und Schülerinnen von Tabor. Nun, für die Abschlussklasse bestehen die Prüfungen bevor. Doch dieses Jahr wird die ganze Akademie eine Prüfung ablegen müssen. Eine Prüfung in Freiheit. Unsere Akademieleiterin, Rona Ragala, hat sich dazu entschlossen, das Abkommen, Paragraph 466, abzulehnen, zu brechen und somit dem Reich den Krieg zu erklären. Das wird natürlich Auswirkungen auf unser normales Lehrverfahren tun, auch wenn wir nicht erwarten, dass die Kampfhandlungen direkt einsetzen. Sie wird dazu zur Verfügung stehen, auch wenn ich euch bitten möchte, zu respektieren, dass sie wichtige diplomatische Gespräche führt.
Ich bin ein Mensch, der an Offenheit und Wahrheit glaubt. Und ich denke, ich befinde mich hier unter Gleichgesinnten. Ja. Deswegen möchte ich frei mit euch sprechen. Unsere Bruderakademie Burun Kum ist gefallen. Sie wurde von Reichstruppen überrannt und der Lehrkörper hingerichtet. Oh. Was mit den Schülern passiert ist, wissen wir nicht. Manche konnten anscheinend fliehen. Ich sage euch das nicht, um euch Angst zu machen, sondern um euch den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Es gibt Berichte von weiteren Akademien, die Ähnliches bevorsteht. Doch ich glaube, dass unsere Akademieleiterin die richtige Entscheidung getroffen hat. Denn, wie einst ein weiser Magier sagte, nur gemeinsam sind wir stark. Das will ich. Und mit jeder Akademie, die ihr Wort erhebt und aus dem Tiefschlaf der Reichskontrolle erwacht, werden wir stärker. Und damit bietet Tabor das Leuchtfeuer im Süden, das den Anfang gemacht hat, der offenen Rebellion. Dennoch werden die Prüfungen natürlich normal fortgesetzt. Deswegen möchte ich euch bitten, euch von dieser Situation nicht allzu sehr ablenken zu lassen. Dennoch wird der Punkt kommen, an dem jeder und jede seinen Teil dazu beitragen muss. Ich hoffe, das ist jedem klar. Das war alles, was ich verkünden wollte im Namen der Akademieleitung. Ich klatsche. Einen schönen Tag. Ich zeige ja. Eine gute wir Rede. Folgen einige und klatschen. Eine gute Rede. Also es gibt Krieg. Sie lernen während Krieges oder was? Ich zeig auf. Was gefällt mir? Wenn wir den Paragraphen A466 aufgekündigt haben, dann haben wir doch gar keine Notwendigkeit mehr, uns an die Ausbildung an einer Akademie zu binden und dementsprechend müssen wir gar keinen Abschluss machen und können uns einfach so Magier nennen. Nun, der Titel des Magiers wird nach Akademierecht verliehen und damit nicht für jeden zugänglich gemacht. Das ist klar, das sollten Sie eigentlich wissen. Dennoch glaube ich an die Ausbildung und an die gewissenhafte Formung eines jeden einzelnen Schülers und jeder Schülerin. Denn das Signum, das zum Abschluss der Akademielehre verteilt wird, ist immer noch ein Zeichen der Ehre und Anerkennung in der ganzen Welt. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns hier abkapseln und unsere eigene Politik versuchen aufzubauen. Wenn wir wollen, dass diese Revolution Fuß fasst und sich verbreitet, dann müssen wir ein neues System aufbauen. Mit dem oder was? Beginnt nicht mit dem Chaos, das Sie hier in Aussicht stellen. Ja. Ich? Dafür werde ich sorgen. Einen guten Tag. Tschüss. Könnte ich hierbleiben? Er kann nicht hierbleiben. Er ist halt. Ja, der. Er ist halt sehr schwierig. Der und Jorgi. Jorgi Patel ist ein Idiot, aber davon gibt es viele. Nur weil alle Idioten sind, heißt das nicht, dass man immer sagen muss, dann gehe ich. Also, nur weil jemand doof ist, geht man ja nicht. Dann versucht man, mit dem zu leben oder um den rumzuleben. Ha! Ja, du vielleicht. Vielleicht ist dir eine Meinung von einem Außenstehenden von Nutzen. Also, ihr wollt jetzt wirklich für eure Prüfungen lernen? Ja. Nur damit ihr dann dahin gemetzelt werdet von der Inquisition? Nein, ich möchte meiner Akademie zur Seite stehen in der Schlacht der also gegen die Inquisition, damit es den Magiern besser geht, da das Paragraph A466 aufgekündigt wurde. Nee, Frau Vor wollt ihr aber noch für eure Prüfungen lernen. Nein, das will er tun. Das ist. Und wenn ihr dann aber durch die Prüfung durchfallt, aber die Inquisition besiegt habt, dürft ihr trotzdem keine Magierin sein. Ist das richtig? Und obwohl ihr so schöne Golems baut. Ich darf mich nicht Magier nennen. Und ich erhalte mein Signum nicht. Aber abgesehen davon kann ich immer noch zaubern. Aber ich bin kein ausgebildeter Magier. Ist das so? So würde es sein. In eurer Welt. Ah ja. Es wird jetzt alles abgeschafft. Also jetzt, ihr denn, wenn du das sagst, da brauchst du überhaupt keinen Abschluss mehr, irgendwas. Ja, das habe ich ja versucht anzuzweifeln. Kann man den Abschluss nicht später nochmal nachholen, wenn es soweit ist? Na jetzt vielleicht. Es gibt kein Gesetz mehr, das uns zwingt. Immer mit Abschluss. Ich wollte dasselbe sagen. Ihr gefällt mir auch sehr gut, junge Frau. Dankeschön. Was wollt ihr mit diesen Abschlüssen? Wofür braucht ihr die denn? Die ihr seid man doch überhaupt frei. Nicht. Naja, zwei sind nur verrückt. Jetzt braucht man sie nicht mehr, weil es halt den Zwang nicht mehr gibt. Aber er sagt doch, man braucht die. Naja, sie sind halt gut, weil sie Ruf bringen. Warum hast du denn noch Respekt vor dem Typen? Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, meinen Eltern ist es schon sehr wichtig, dass ich diesen Abschluss habe.
Okay, was müsst ihr denn für diese Prüfung überhaupt noch machen? Also ich kenne sowas ja nicht. Was ist denn, was muss denn da erst noch passieren? Es wäre noch eine große Abschlussprüfung, glaube ich, die wir schreiben müssen. Nur eine, ist die kurz? Kann man ja, die kann ich unterwegs machen. Wo wollen wir denn hin? Wollen wir irgendwo hin? Ich dachte, wir wollen Tabor dabei helfen, eine Verteidigungslinie aufzubauen gegen die Inquisition. Ja! Es gibt ja auch Leute, die machen diese letzte Prüfung echt viel später so, also Jahre ja, später. Ich. Die haben dann einfach alles schon, und dann machen sie viel später. Ihr hört klatschen, dreht euch um. Das ist Georgi. Und bei euch steht Georgi Patel. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Na, das hätte ich nicht von euch gedacht. Ihr zettelt extra einen Krieg an, nur um nicht auf den Abschlussball gehen zu müssen. Ach, dabei ist es doch gar nicht so schwer. Hätte ich gedacht, dass vielleicht treten. Einer von euch ich trete jemanden ihn. Findet. Und das Bein. Dreht den richtig das Bein weg. Mhm. Au, au. Mensch, du kannst mich doch auch nett fragen. Ich gehe jederzeit mit dir, Ivy. Sehr aggressiv. Es gibt einen Abschlussball? Ja, natürlich gibt es einen Abschlussball. Na, deswegen macht man doch die Prüfung. Nee. Habt ihr denn schon jemanden, mit dem ihr geht, junge Frau? Nein. Doch, nein. Natürlich, klar. Ich habe ihn doch heute Morgen gesehen, dieser gut gebaute, bitte? Kräftige Mann, der da auf dem Hof steht. Was? Ha! Er meint Samson. Ach, richtig. Ihr seid immer noch dem Konzept, man baut sich seine eigenen Freunde aus Leben. Nein, Rodwig, ich wäre höchst erfreut, mit euch zum Ball zu gehen. Ah, ich auch. Sehr schön, dann sehen wir uns dort. Wann ist denn dieser Ball? Also, das ist das geschichtsträchtigste Ereignis, das heute passiert ist. Hortensia findet eine Begleitung für den Abschlussball. Ich komme auch mit euch. Okay. Ich komme mit euch. Was für ein netter junger Mann. Ich bin schon fast dabei auf Jorgis Seite, also irgendwie. Moment mal, ihr wollt als Dreierpaar gehen? Ja. Ist das so Usus bei euch? Also scheinbar färbt Satsui ab auf euch langsam, weil das ist hier ungern gesehen. Gehen wir? Also, ich bitte euch. Georgi, wie gut kannst du kämpfen? Jetzt mal echt. Ich kann besser tanzen, als ich kämpfen kann. Ja, das ist schlecht gerade. Wollt ihr dir übrigens noch mal sagen? Was ist denn dieser Abschlussball? Ja, das interessiert mich auch. Die machen mich richtig aggressiv, nee. Die zwei. Oh mein Gott. Ich sag dir nicht danke. Gut, ja wunderbar. Das ist doch besser, als ich dachte. Dann haben wir ein neues Paar für den Abschlussball. Mhm. Hortensia und... Rodwig von. Ach so, der schreibt die auf. So viel wollen Zeit wir auch sein. Gehen? Aha, alles klar. Und wie viel zahlt sie dir, um mit ihr zu gehen? Ich hoffe, sie zahlt mir in Zuneigung. Also. Ich habe nicht aufgepasst, pardon. Ich verstehe. Ivy und ich kannst du auch aufschreiben, Ivy und mich. Ich gehe auch mit Ivy. Wirklich? Ich denke, da hat unsere. Schubs ihn. Da hat unsere Kämpferin noch was dazu zu sagen, oder? Ich schubs dich. Das ist ein gutes Zeichen, sie mag dich. Ja, schreibt uns auf. Habt noch einen schönen Tag. Falls ihr doch noch irgendjemand finden solltet und oder sich Hortensia dazu herablässt, euch eine Begleitung zu bauen, meldet euch. Bis dann. Wer war denn dieser nette junge Mann? Georgi Patel. Das war Georgi Patel. Hm, ist der euer... Auch Bekannter. Ja. Mhm. Klassenkamerad. Klassenkamerad, ja. Bekannter. Und er ist im Komitee für den Abschlussball? Ah, daher diese ganzen Fragen über den Abschlussball. Ja, ja. Er neigt dazu. Schön, dann wäre das ja geklärt. Also ihr macht eure Prüfung, dann gehen wir tanzen, dann töten wir die Inquisition. Ist das korrekt? Das ist die Reihenfolge, die wir anstreben. Ich möchte irgendein Tier rufen, was mit normalen Menschen Kontakt aufnehmen kann, mit den Rebellen. Ein Vogel oder sowas. Also. Was sagst du dem Vogel? Du hast den Zaubertierbefehl, da musst du einen Befehl einem Tier geben. Was sagst du dem? Er soll Rebellen hier zur Schule holen. Also mindestens Bombastus oder diesen Martino. Und wo? Wo soll der hingehen? Er soll in den Norden fliegen und die suchen und jemanden davon holen. Okay. Kannst du gerne tun. Ich brauche jetzt hier jemanden normalen. 10. Ich verstehe nicht, was sie hat. 12. Also, Ivy streckt plötzlich ihren Arm aus und eine Möwe kommt herangeflattert und setzt sich auf ihren Arm. Das ist ja was. Und du sagst ihr? Genau. Ich sag ihr, sie soll in den Norden fliegen und dann... Ja, sag ihr das ruhig, was du ihr sagst, was ihr Auftrag ist. Hey, hallo, verstehst du mich? Schau dich an. Schau dich an. Ja, okay.
Du musst in den Norden fliegen. Du musst den Krakenbund finden. Du musst Martino oder Bombastus finden und einen von den beiden hierher bringen. Ich brauche dringend einen von diesen beiden. So. Und hebt ab und flattert los. Ja. Gut. Haben wir das mitbekommen? Ja, also wenn sie das nicht absichtlich geheim gemacht hat, hast du das mitbekommen. Ich finde das sehr gut von dir, dass du den Rebellenbund zur Hilfe dazu ziehst, damit Tabor auf jeden Fall Unterstützung findet. Ja, mit euch wird das hier nichts. Abschlussball! Wenn Dinge passieren, passieren sie halt. Wir sind hier nicht verletzt und wurden gefangen genommen, will ich nur mal sagen. Wir haben es halt. Ich wurde ja nur fast ausgebrannt. Ja, da hast du ein Problem. Wo macht ihr denn eigentlich eure Blutrituale hier? Wir machen keine Blutrituale. Ich habe dir schon mal gesagt, dass das merkwürdig ist, was du tust mit Zehen und Co. Keine, gar keine Blutrituale? Ich wüsste was? Sein. Und wo habt ihr euren Leichenfundus? Wir haben die Gruft unter Tabor. Also, ah, okay. Ah ja, gut. Okay. Ja. Mhm. Okay, was ist euer nächstes Ziel? Was ist euer Plan? Was macht ihr? Ich glaube tatsächlich... Wie spät ist es? Ja. Es ist mittlerweile schon... Scheiße, ich gehe schlafen. Recht spät? Ja. Okay. Genau. Gut. Euch kommt nochmal Erzmagier Antubidaspin entgegen. Oh nee. Steuert auf dich zu. Ja. Steuert auf dich ach zu. Ach ja, er wollte hier mit Schneiden noch. Rudwig war der Name, richtig? Das ist völlig korrekt. Rudwig von Gröbisch. Sie wurden geschickt nach Tabor. Ja. Hm. Mhm. Aus welchem Grund? Nun, Sie wissen vielleicht, dass vor langer Zeit meine Familien Kontakt mit Ihnen hatten. Und von Zeit zu Zeit... Eine Präzisierung an der Stelle, Ihre Familie? Na, Sie kennen ja vielleicht den Kult von Xosh an Xiborat. Mir sind mehrere Kulte, Rituale und Sekten bekannt, aber den Namen habe ich noch nie gehört. Echt? Okay. Vielleicht was aus der... Nein, aber das kann nicht sein. Die sind eigentlich... Na, wir sind schon ein relativ guter Kult. Ich habe nichts gegen Kulte. Und ich wurde nun hierher geschickt, um meine... Weihe zu begehen. Und das lief nicht ganz so, wie es geplant war. Mhm. Leider ist mein Meister frühzeitig von der Inquisition. Und mit welchem Ziel sind Sie hierher gekommen? Mit welchem Ziel? Was kann ich für Sie tun? Gäste sind hier gerne willkommen und. Naja, ich muss versuchen, meine eigene Weihe zu bestehen. Mhm. Ja. Das ist eine Selbst. Findung. Es ist im Grunde eine Selbstfindung. Ja. Das ist völlig korrekt. Lass mich Ihnen sagen, ich habe einen Blick in Ihre Zukunft gewagt. Was? Und, okay. Nun, durchaus interessante Dinge, die geschehen können, die mich durchaus interessieren. Sie sind ja auf jeden Fall willkommen. Das finde ich sehr nett. Vielen Dank. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wo die Räume für Ihre Blutrituale sind. Nun, unsere Blutrituale, ich denke, das letzte... wurde vor 30 Jahren abgehalten, mit wenig Erfolg, von einem Gastdozenten, der hier für einige Wochen residiert hat. Er hatte versucht, in irgendeiner Weise sein eigenes Blut zu nutzen, um zu kommunizieren mit anderen, weit entfernten Individuen. Letzten Endes ist er in Flammen aufgegangen und ist langsam und qualvoll tot. Das passiert. Gestorben. Manchmal, das ist immer ein bisschen unangenehm, wenn das passiert. Ja. Ja. Das, haben Sie irgendwas, um sich auszuweisen? Weil, wissen Sie, natürlich bekommen wir Gäste im Bereich des Suspekten. Ich habe hier von meinem Lehrer diesen Zell von meiner Lehrmeisterliste, wenn Sie sich den mal anschauen wollen. Ja. Ach, das ist ja hochinteressant. Mhm. Mhm. Sie stehen in direkter Linie. Das ist korrekt. Mhm. Nun, und ihr seid die Freunde von diesem Herrn Rudwig? Die Besten. Ihr könnt für ihn bürgen? Ja. Ist das 100%. Ein offizielles Dokument, dass er offiziell ein Magier sein darf und... Nein. Nein. Aber ich glaube, ich habe was für euch. Oh, das freut mich sehr. Na, ihr wolltet doch bestimmt alle schon mal ins Präservatorium, richtig? Ja, was ist das? Weniger. Das ist der verbotene Bereich der Bibliothek. Ja! Hab mich schon gewundert, dass da so wenig Bücher waren. Ja. Sehr gerne.
Wollen wir das noch irgendjemand anderen fragen? Nicht, dass nachher heißt, oh, wir sind ins Präservatorium eingebrochen? Nein, ich denke, mein Wort sollte ausreichen. Dann folgt mir doch bitte. Also, er schreitet auf das Arboleum zu, eure Bibliothek, Bibliotheksgebäude. Folgt ihr? Klar. Ja. Gut, also, ihr geht, ihr dachtet immer, das Präservatorium sei hinter einer Tür, aber er geht in einen komplett anderen Weg. Er geht einmal komplett nach links, bleibt vor einer Wand stehen, streicht über diese Wand, die Wand öffnet sich magisch und er schreitet hindurch, geht die Treppe herunter, einige Meter unter der Erde. Er schnippt einmal mit dem Finger, eine Flamme entzündet sich, die über euch schwebt und ihr geht in das Präservatorium. Ihr seht merkwürdige Bücher dort rumlegen, einige Skelette, Fläschchen, die dort liegen. Und ihr meint, wo haben wir das denn? Ja, also alles mit so einem schwarzen Marmorstein verkleidet, alles ganz glatt. Und er kommt an einen Gegenstand, auf den er deutet bei dir. Und es ist ein pechschwarzer, kürbisgroßer Fischkopf. Ich erkenne diesen Fischkopf. Du schaust ihn dir an und er fühlt sich nach Heimat an. Ja. Du fühlst dich wie damals. Ich wusste es. Nun, unseren gelehrten Schülern muss ich es ja nicht sagen, aber Elinor Taras war ein Mitbegründer dieser Akademie. Ein faszinierender, aber merkwürdiger Mann, der nach relativ kurzer Zeit die Akademie wieder verlassen hat. Mit seinen Unterlagen und all seinen Forschungsprojekten. Aber er hat etwas hinterlassen. Das hier. Fisch. Selbst die weitgereisten Magister des Landes konnten nie etwas damit anfangen. Und sie bringen mir hier ein Pergament, auf dem ihr Name in direkter Linie zu dem Haras steht. Das ist das Artefakt vermutlich, das mich zu meiner Weihe bringen wird. Bin mir relativ sicher. Der Fischkopf. Das ist nicht nur ein Fischkopf. Nun, das haben schon andere vor Ihnen bemerkt, aber die Details dieses Objektes blieben verborgen. Ich hatte mir gehofft, jemand, der solche Dokumente vorweisen kann, könnte mir vielleicht etwas dazu sagen. Naja, ich werde mich kurz mit diesem Kopf beschäftigen müssen. Denn auch mir sind natürlich nicht alle Geheimnisse offenbart und ich denke, das ist Teil meiner Aufgabe hier. Aber ich schaue mir diesen Kopf genau an. Ja, also es ist ein relativ schwerer Fischkopf. Komplett schwarz, schimmernd schwarz. Du weißt nicht, welcher Fisch. Es ist ein ziemlich mit scharfen Zähnen bewehrtes Maul vorne. Leere Augen, die dich anstarren. Es ist auf jeden Fall kein natürliches Skelettschädel. Aber irgendwie... Ich berühre ihn. Seht ihr irgendwas? Erstmal nicht. Vielleicht nehme ich ihn erstmal mit. Nun, ich glaube, Sie verstehen, dass ich nicht jedem, ja, ein Blatt Papier vorlegen kann, so etwas mitgeben kann. Das kann ich natürlich verstehen, aber... Ich dachte, Sie hätten vielleicht Möglichkeiten, die uns normalen, nicht in Ihrer Kultur ausgebildeten Magier nicht obliegen. Kann ich die Tote befragen? Es ist erstmal keine Leiche. Nee, okay, gut. Wie geht denn, funktionieren denn Rituale in Ihrer Kultur? Naja, also bei uns, wir arbeiten sehr viel mit Blut. Aha. Wir arbeiten sehr viel mit Toten. Jeden Donnerstag ist bei uns eine große Orgie. Er holt eine Schatulle aus seiner Robe, öffnet sie, entnimmt ein Skalpell und reicht es dir. Vielen Dank. Fremde Kulturen sind immer eine Möglichkeit, neue Dinge zu lernen. Das ist ein sehr schönes Skalpell, was Sie da haben.
Dankeschön. Liegt ganz gut in der Hand. Vielleicht, wenn das für euch okay ist, werde ich ganz kurz ein klitzekleines Blutritual hier durchführen. Zu Ehren von... Ist das eklig? Soshan Xiborath. Nein. Schaut zu, liebe Schüler. Das ist was ganz Normales. Erweitert euren Horizont. Möchtest du mitmachen? Darf ich? Na klar. Okay. Komm her. Also ich nehme das Skalpell, hebe es kurz hoch, schneide mir einmal relativ schnell und relativ hart einmal hier so rüber. Ich möchte nicht mitmachen. So. Das ist relativ blutig. Halte den Arm so runter, dass das Blut so runterläuft. Mhm. So, ich zeige es nun mal kurz rum. Ja, also Antibidaspin guckt das interessiert an. Ja. Und tropfe das Blut auf diesen Fisch. Mhm. Ja, also ihm läuft ein Rinnsal an Blut den Finger herab auf diesen Schädel. Es verteilt sich auf dem Schädel, läuft einmal drumherum. Mehr und mehr. Es umschließt den Schädel völlig. In dem Moment, in dem es den Schädel völlig umschließt, öffnet sich das Maul des Schädels. Und Antibidaspin. Das ist ja unglaublich. Mhm. Hier ist das Skalpell. Vielen Dank. Irgendwie ekelhaft. Ich nähere mich dem Fischkopf. Mhm. Das Maul steht mittlerweile ganz offen. Schaue zunächst hinein. In seinem Maul siehst du etwas, das da liegt. Vollen Vertrauen auf meinen Gott greife ich hinein. Du greifst in dieses Maul und findest etwas, das wir in der nächsten Folge Tabor entdecken werden. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Das war die erste Folge von Tabor. Vielen Dank an meine fantastischen Spieler. Ich habe nicht einmal gezaubert. geleistet haben hier. Ansonsten, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich weiß nicht, ob wir schon ein Datum verkünden können für die nächste Runde. Ansonsten vielen, vielen Dank an die enorme Geduld von Mara, dass sie großteil nicht dabei war, aber einen glorreichen Auftritt hingelegt hat. Und vielen Dank natürlich auch an die Geduld von allen anderen, die heute dabei waren. Aber jetzt sind wir glücklicherweise zusammen und ich bin gespannt. Wie lange wohl noch? ein Datum nennen können, falls ihr ein Datum haben könnt, ist mir gerne. Genau, es wird nach der Sendung über Twitter bereitgestellt. Ansonsten vielen Dank für die ganzen Einsendungen, die kamen unter Hashtag Tabor und die ganzen Sachen. Vielen, vielen Dank an Uke, dass du dabei warst. Vielen Dank an Miri und Gunnar. Ich freue mich sehr, sehr auf das nächste Mal. Wie gesagt, haltet die Augen offen. Social Media kommt das nächste Datum. Bis dann. Die Geschichte geht auf jeden Fall weiter. Macht's gut. Bis dahin viel Spaß. Das war Tabor. Dankeschön, Florentin. Danke, Florentin. Ciao. Danke. Macht's gut.